69 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in Anfang gespielt. Kickers auf den Bach. Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Okay. Vergessen, geht wieder bei Null los. Und da müssen wir auch sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30. Hopp. Und der nächste, let's bring. Hopp. Aktiv. Kick es auf den Bach. Hermann Nuba erzielt den Ausgleich. Und womit niemand mehr gerechnet hat, es liegt 10 Sekunden vor dem Abpfiff. Die Vorentscheidung zugunsten der Kickers ist gefallen. Hopp. Aktiv. Ich habe gespielt von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft aktiv. Ich habe nur in Anfang gespielt. Kick es auf den Bach. Hopp. Und der nächste, let's bring. Hopp. Und der nächste, let's bring. Hopp. Und der allerletzte. Und auf Wiedersehen. Bis Donnerstag, 8:30 Uhr. Ich habe gespielt von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in Anfang gespielt. Kickers auf den Bach. Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Okay. Vergessen, geht wieder bei Null los. Und da müssen wir auch sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30.
Pop. 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 For the next, let's bring. Pop. 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 Vor dem Abflug. Die Vorentscheidung zugunsten der Kickers ist gefallen. Lichtspiel am Biberer Berg. Die SG Barockstadt Fulda Lehnerz gastiert hier bei uns in Offenbach. Und die erste Besonderheit an diesem Spieltag gab es direkt schon vor Abpfiff weg. Wir schauen einmal kurz rein. Die Spieler von Kickers Offenbach, allesamt beim Aufwärmen geschlossen im Trikot von Maximilian Rossmann, unser Abwehrchef, der sich in Hoffenheim leider schwer verletzt hat. Gab jetzt erst kürzlich eine Pressemeldung vom Verein und das ist ein bisschen undankbar, dass ich den Kollegen Marius Schnecker damit im Stream begrüße. Aber lieber Marius, die erste Frage geht natürlich in die Richtung. Erzähl auch nochmal allen ZuhörerInnen und ZuschauerInnen, was genau ist mit Maximilian Rossmann los? Ja, auch natürlich erstmal Hallo von mir hier im Stream. Ja, Maxi hat sich natürlich sehr weh getan. Es war ganz, ganz schlimm. Schöne Grüße erstmal an ihn, der bestimmt jetzt auch schon zuhört hier. Von zu Hause oder von ja, draußen, wo auch immer er gerade ist. Er wird jetzt in den nächsten Tagen operiert werden an der linken Achillessehne, also eine Ruptur. Wünsche ihm alles, alles Gute. Rossi, komm schnell wieder auf die Beine und natürlich ein schönes Zeichen von der Mannschaft, hier einen Gruß an ihn zu schicken. Wir denken alle an ihn und hoffentlich geht das alles gut, alles schnell. In den nächsten Tagen wird dann irgendwann die Operation erfolgen und dann wissen wir schon mal ein bisschen mehr. Und dann wollen wir jetzt natürlich darauf schauen, Stichwort enger zusammenrücken, wie die Mannschaft das heute kompensieren will, wie die Mannschaft von Trainer Christian Neithart heute zu erwarten ist. Und da schauen wir einmal rein in die Aufstellung. Nach wie vor erwarten wir ein 4-2-3-1-System mit Brinkis im Tor, dann eine Viererkette aus Marcos, der jetzt auf die Linksverteidigerposition rutscht. Dafür geht Christian Achtschesen, der ein fantastisches Spiel in Hoffenheim gemacht hat, eine Position nach innen, wird gemeinsam mit Noel Knote, der ebenso fantastisch in Hoffenheim gespielt hat, das kann ich jetzt eigentlich über jeden Spieler da sagen, in der Innenverteidigung seien rechts hinten Vincent Moreno, dann eine Doppel-6 aus Breitenbach und Albrecht, links außen Staude, rechts außen Feigenspahn. Nazarov hinter den Spitzen wird situativ sicherlich auch mal in die letzte Linie vorrücken und unser Stoßstürmer Jan Urbig. So erwarten wir die Gastgeber Kickers Offenbach und Marius, du möchtest sicherlich auch mal darauf schauen, wie die Gäste aus Fulda-Lehnerz so spielen werden. Ja, na klar. Also, wir erwarten auch von Fulda Lehnerz ein 4-2-3-1-System mit Sapiko im Tor, Göbel, Frei, Ganimi und Gaudermann in der letzten Kette von links nach rechts vorgelesen. Dann auf der Doppelsechster Kapitän Scharf zusammen mit Rinderknecht. Über links kommt dann Köhl, in der Mitte Leon Pomnitz. Pomnitz, da müssen wir gleich nochmal nachbessern. Nicht Doppel-M, sondern MN. Über rechts dann Reinhardt, wir erinnern uns alle an ihn. Und ganz vorne drin Grobelnik, also ein Neuer, der aus der zweiten Liga Sloweniens gekommen ist, macht jetzt hier also sein 5. Regionalligaspiel für Fulda Lehnerz. Das ist die Aufstellung der Gäste, die heute ganz in Weiß auflaufen werden. Der OFC natürlich zu Hause in Weinrot-Rot oder Rot-Weinrot-Rot. Und wir freuen uns auf dieses Spiel. Heimkulisse, Dienstagabendspiel, erste englische Woche in dieser Saison. Es ist angerichtet, würde ich mal sagen.
So ist es. Der Blick in die Fans und wir sehen eine sich immer weiter gut füllende Waldemar-Kleintribüne. Ein paar Fans stehen auch noch draußen. Wir sehen die Ersatzspieler, die jetzt schon aus dem Spielertunnel langsam rauskommen. Genau, können wir gerade nochmal die Ersatzbänke zum Besten geben. Ich überlasse dir die Ehre, die Ersatzbank der Gastgeber vorzulesen. Ja, vielen Dank. Da haben wir natürlich Lukas Becker noch mit dabei als Ersatztorwart. Dann Rafa Garcia, Mike Vetter, Marcos Alvarez, Dominik Wanner, der die Magen-Darm-Geschichte gut überstanden hat. Christian Derflinger ist dabei, Noah Vuko, Irwin Pfeiffer, der am Freitag ja Geburtstag gefeiert hat, sich noch nicht nachträglich beschenken konnte in Hoffenheim. Vielleicht ist das ja heute der Fall. Und außerdem dabei Almin Mesanovic. Schiedsrichter mache ich noch gerade, bevor du zu den Gästen kommst. Felix Brigan, den Namen habe ich schon öfter gelesen, hat glaube ich schon oft ein Spiel von uns gepfiffen. Mit seinen Assistenten Kadir Yakci und Michael Zeyer. Gut. Unter dem aufbrausenden Support der Waldemar-Kleintribüne verlese ich noch schnell, wer bei der SG Oberrockstadt Fulda auf der Ersatzbank Platz nehmen wird. Das ist Janik Reiner-Horz mit der Nummer 1, das ist der Ersatztorhüter. Dann Jan Lüttke, Dominik Rummel, das ist auch ein Regionalliga Südwest-Urgestein. Tobias Göbel, Marius Krösch, Moritz Dittmann, der hat einen sehr sehenswerten Treffer im letzten Spiel gegen Homburg markiert. Dann Matthäus Beal, Dennis Owusu und Leon Pete. Und da sieht man auch einfach, die SG Barockstadt Fulda, Lenerz, das ist jetzt kein kleines Team der Regionalliga Südwest mehr. Die haben sich auch richtig toll verstärkt. Also ein Leon Petö, letzte Saison, glaube ich, noch bei der zweiten Mannschaft von Mainz 05 unterwegs. Und da ist er mir in Erinnerung geblieben. Das ist ein sehr wuseliger, dribbelstarker Spieler. Aber auch mit einem Moritz Dittmann, der macht so gerade so ein bisschen von sich reden in der Regionalliga Südwest, haben sie einen sehr interessanten Neuzugang. Tatsächlich aus der Thüringen-Liga geholt, war da Torschützenkönig und hat jetzt schon 3 Tore und 1 Assist in der Regionalliga Südwest. Dem scheint der Sprung zu gelingen. So ein bisschen rumgefragt bei so ein paar Fans. Die haben gesagt, ja, bei Thema Startelf kann sein, dass es vielleicht noch so eine körperliche Sache ist, warum wir ihn noch nicht in der Startelf sehen. Aber man sieht auf jeden Fall das Spielerische, das Talent ist voll da und er wird wahrscheinlich seinen Weg gehen in der Regionalliga Südwest. Insgesamt die SG Barockstadt Fulda-Lenerz, ein richtig starker Gegner. 7 Punkte haben sie bereits gesammelt. Jetzt zuletzt eben 2:2 gegen den FC 08 Homburg gespielt. Und Trainer Sedat Göran im Vorfeld hat er gesagt, naja, diese Kulisse, die kennen wir jetzt schon. Das wird uns nicht mehr so beeindrucken. Wir sind das gewohnt. Wir haben schon vor 7.000 am Biberer Berg gespielt. Wir kennen das schon. Mal schauen, ob unsere Jungs das Team von Trainer Sedat Göran trotzdem beeindrucken können. Das schauen wir jetzt in wenigen Minuten, wenn dann hier gleich angepfiffen wird am Dienstagabend um 19 Uhr hier beim UFC. Aber definitiv, also Barockstadt ja auch in der letzten Saison eine tolle Vorführung gehabt oder eine gute erste Saison in der Regionalliga. Wenn wir jetzt hier sehen, dass die Mannschaften aufs Feld kommen mit den Einlaufkindern der U9 und dem Bambini vom TSV Eschau und auch ein paar aus dem Kidscamp hier vom UFC. Das sind also die beiden Teams. Kickers Offenbach heute zu Hause gegen die SG Barockstadt Fulda-Lenerz. Ich glaube, wir einigen uns darauf, dass wir SG Barockstadt sagen, dann tun wir uns mit dem langen Namen nicht immer so schwer. Letzte Saison war das so ein bisschen so ein Thema, glaube ich noch, ne? Ja, da wurde mir ganz schön in den Ohren gezogen von dem einen oder anderen Verantwortlichen der SG Barockstadt Fulda-Lenerz, die gesagt haben, du unterschlägst das Lenerz da hinten dran, aber hoffen wir einfach auf 99% Ballbesitz des OFCs, dann müssen wir gar nicht so oft diesen Namen vollends aussprechen, wobei das natürlich auch den Respekt gebührt. Jetzt gerade nochmal die Einlaufkids. Genau, ich kann schon verlesen, aber ich glaube, das wird auch ein anderes Spiel. Ich denke, wir werden heute etwas mehr den Ball haben als noch gegen Hoffenheim. Da haben wir ja eher kommen lassen und auf die Defensive uns konzentriert. Ganz, ganz tolle Defensivarbeit. Du hast 2 Spieler herausgehoben mit Knote und auch mit 8 Chasen, die wirklich auch kopfballstark da hinten alles rausverteidigt haben. Auch Rossmann natürlich, der sich dann leider spät verletzt hat. 8 Chasen rückt wieder zurück in die Innenverteidigung. Hier haben wir den, der ihn in der Startelf ersetzen wird, unseren Co-Kapitän. Ronny Marcos, heute also wieder in der Startelf, wird über die linke Außenbahn zischen. Zusammen mit Staude, der immer mal wieder mit Mike Feigenspahn tauschen wird. Aber natürlich zum erstmal angedacht ist auf der linken Seite, Feigenspahn auf der rechten Seite. Vielleicht können wir es gerade noch mal ganz kurz einblenden, unsere Startelf für euch zu Hause noch mal zu sehen. Also Brinkis fängt an im Tor, natürlich unsere Nummer 1. Dann Marcos eben angesprochen auf der linken Verteidigungsseite. 8 Chesen und Knote gehen in die Innenverteidigung. Auf rechts dann Vincent Moreno. Doppel 6 Breitenbach und Albrecht. Über links Staude, über rechts Feigenspahn. In der Mitte Nazarov. Und vorne drin Jan Urbich. Ja, und erstes Pfeifkonzert, ihr hört es hier. Auch schon gegen die Jungs von der anderen Mainseite mussten hier die Seiten wechseln. Spielen also erst in Richtung Biber. Da Harz hat Fulda aber schon extra gemacht, ne? Also den jungen Kerlen von der anderen Mainseite hat das allerdings kein Glück gebracht. Nehmen wir das dann vielleicht nochmal als positives Omen mit. Waldemar Kleintribüne
gut gefüllt. Ich denke, die 6.000 Zuschauer werden wir heute knacken. Ja. Möchtest du dich auf einen Tipp festlegen, Marius? Zuschauertipp. Ich sag, es sind insgesamt 7.700 Zuschauer heute da. 7.700. Ich sag, es sind 6.8. Mal schauen, wer recht behalten wird. Ich hoffe und wünsche mir, dass du recht haben wirst. Und ihr habt die Marschroute von der Waldemar-Kleintribüne gehört. Auf geht's, Kickers, kämpfen und siegen. Dimitri Nazarov steht im Anstoßkreis. Wie immer der Hinweis, wir werden dieses Spiel im Radiomodus kommentieren, weil wir eben viele Radio-Zuhörerinnen und Zuhörer haben, damit auch die auf Ballhöhe sind, sofern etwas Relevantes mit diesem Ball passiert. Und was gerade passiert, ist, dass der Anschluss ausgeführt wurde. Ein erster langer Ball in die Spitze, den Fulda erstmal abfangen konnte. Und die Herren in Weiß kommen das erste Mal über die linke Außenbahn, werden jetzt erstmal gestellt von Albrecht. Und dann geht es ganz zurück über die eigene Kette, über den Linksverteidiger Tobias Göbel, der eigentlich nicht auf dem Spielberichtsbogen stand in der Startelf, aber dann anscheinend hat sich Kevin Hillmann, der Linksverteidiger der SG Barockstadt, spontan verletzt und deswegen jetzt doch wieder Göbel in der Startelf als Linksverteidiger. Und das alles erzähle ich, während Fulda erstmal in aller Seelenruhe das Spiel aufbaut. Mit Mann mit der Nummer 3, das ist Erik Ganimé, erfahrener Innenverteidiger. Hat in der Jugend in Brasilien und in den USA gekickt. Durchaus illustre Karriere. Warum weiß ich das? Wie immer, weil wir einen klasse Redakteur daheim sitzen haben, der Jörg Runau. Ganz, ganz herzlichen Dank da nochmal dahin, der uns wie immer hier super vorbereitet hat auf dieses Spiel. Super vorbereitet, das wollen natürlich auch die Jungs in den rot-weinroten Trikots sein, die Jungs von Kickers Offenbach. Aber sehen jetzt erstmal, dass der Schiedsrichter Felix Prigan einen Freistoß gegen sie gepfiffen hat. Noch in der Hälfte der Fulda, aber da kommt der Ball jetzt lang in die Offenbacher Hälfte, das erste Mal, dass Knote dahin muss. Ja, und jetzt gewinnt er das Kopfballduell, hält sich dann aber den Hinterschädel, hat also ein bisschen wehgetan, geht aber weiter für ihn. OFC im Ballbesitz, langer Schlag von Ronny Marcos in die Spitze, sucht da Urbich, aber findet nur den Fuß eines Barockstädters. Die halten jetzt den Ball in den eigenen Reihen, spielen dann schnörkellos nach vorne über die rechte Seite, immer noch im Ballbesitz, jetzt zurückgelegt ins Zentrum. Die Manasarov bearbeitet ihn da so sehr, dass der Pass nach vorne nicht ankommt und bis ins Tor austrudelt. Abstoß also für den OFC, Johannes Brinkies schnappt sich zum ersten Mal das rund und legt es jetzt vor sich, blickt in die Spitze und schickt seine Mannen nach vorne. Das wird also ein erster weiter Abstoß, da auch die Barockstädter vorne zugestellt haben. Natürlich auch ist der Gast immer in der Analyse. OFC mag es ja auch, hinten raus zu spielen, also haben sie direkt vorne mal zugestellt. Der Abstoß landet auf dem Kopf eines Barockstädters. Von dort im Seitenaus auf der linken Seite überlässt jetzt gerne Staude Ronny Marcos den Ball für den Einwurf für den OFC. Ronny Marcos blickt nach hinten, sucht dann Dima Nazarov, aber dann nochmal nach vorne, geht noch ein paar Zentimeter, dann der weite Abwurf in Richtung Mike Feigenspahn, der sich auf die linke Seite gestohlen hat. Nochmal ein Kopf dazwischen, gibt den nächsten Einwurf und das sind ja mal gut 25 Meter Raumgewinn für den OFC durch diesen Einwurf. Jetzt schon an der Strafraumkante, erneut der Ball in Ronny Marcos Händen. Unser ja, Vizekapitän sucht jetzt also wieder einen Partner, findet ihn. Zurück den Ball, immer noch Ronny Marcos, hält sich erstmal einen Gegner von Leib und spielt dann ganz zurück zu Christian Achtjesen, der die linke Innenverteidigerposition besetzt. Der schiebt rüber zu Noel Knote, und der OFC hat den Ball immer noch in den eigenen Reihen. Knote wird jetzt angelaufen und spielt wieder rüber zu Achtjesen. Hohes Pressing von Barockstadt. Jesen wird gestört, bekommt den Ball aber los zu Ronny Marcos. Der lässt prallen zu Staude, wieder zurück zu Breitenbach. Und der OFC weiter im Ballbesitz, hält jetzt erstmal die Kugel, holt sich die Sicherheit in den Anfangsminuten. Spielt dann über die linke Seite, wieder zurück zu Knote. Der letzte Mann jetzt hier ist auf dem Feld, rechts rüber zu Julian Albrecht, der sich als Sechser die Kugel mal abholt. Dann weitergibt auf Vincent Moreno, der zieht in die Mitte, muss dann abdrehen. Und findet wieder Julian Albrecht, schöne Seitenverlagerung jetzt zu Christian Achtjesen. Der pflückt sich die Kugel mit seinem starken linken Fuß, kann ein paar Meter gehen. Dann der Pass auf die linke Seite zu Ronny Marcos. In die Spitze gespielt zu Urbich, der hat sich rausgestohlen in die Mitte. Dima Nazarov mit dem Rücken zum Tor, Nazarov, Schuss abgeblockt, Nachschuss, Breitenbach, nein, abgelegt zu Staude und der will schießen, trifft den Ball, aber nichts, sondern nur den Gegenspieler, weil er sich den Ball hochtropfen lassen hat. Und deswegen ist das ein Stürmerfoul, so entschieden von Felix Prigan. Freistoß, SG Barockstadt. Also, erste gelungenere Ballbesitzpassage vom OFC, der hier dann aber auch direkt gesehen hat,
was Fulda sich heute vorgenommen hat. Situativ dann auch mal höher anlaufen mit zwei Mann. Moritz Reinhardt, den wir heute so als Rechtsaußen gesehen haben, der natürlich aber auch immer wieder in die Sturmspitze rücken kann im Anlaufverhalten gemeinsam mit Gal Grobelnik. Und dann wird das situativ mal hoch angelaufen, aber grundsätzlich ist das ein tiefes 4-2-3-1 gegen den Ball. Und der OFC wird wahrscheinlich viel Ballkontakte in der Innenverteidigerzentrale sammeln heute, Knote und Archesen, und immer wieder hin und her schieben. Und wir haben jetzt aber auch gerade eben schon gesehen, wenn man da geduldig hin und her schiebt, irgendwann geht da auch mal die Lücke auf. Also ein Patrick Schaaf hat gerade eben nicht ganz sauber mitgeschoben und dann konnte man über links mal ein bisschen den Angriff aufbauen. Und da gilt es eben sicherlich geduldig zu sein, auch zu akzeptieren, wenn es dann nicht sofort nach vorne geht. Und nach die Lücken aufzuspielen. Stadion wird das erste Mal erheben. Warum? Weil sie Kickers sind. Und weil sie jetzt sehen, dass Christian Archesen mal ein bisschen den Weg in die Offensive geht, in die Spitze spielt. Schöner Ball in den Strafraum rein, auf Feigenspann, schon an der Grundlinie, links draußen jetzt. Ja, nochmal rausgelegt auf Ronny Marcos, der möchte die Flanke bringen und wird abgeblockt. Gibt den ersten Eckball des Spiels. Präsentiert natürlich von unserem starken Partner Pedi Protect. Und da können die Fans auch eigentlich direkt stehen bleiben zum Jubeln. Das wäre ja jetzt sehr praktisch. Das wäre sehr, sehr praktisch, weil Keanu Staude sich den Ball schnappt und die Ecken, die kommen von ihm sehr gefährlich in den letzten Spielen. Also erster Wechselgesang jetzt hier auch im Stadion. Es wird laut und Keanu Staude hat sich die Kugel hingelegt. Mit rechts also zum Tor hin, kurz ausgeführt, Ronny Marcos abgelegt nochmal zu Staude. Jetzt mit der Flanke, kommt Scharf, aber findet nur den Rücken eines Gegenspielers. Diese kurze Ecke nicht gut ausgeführt. Gegen Hoffenheim hat das auch nicht so gut geklappt, aber man arbeitet weiter dran. Wird auch diese Variante nicht in den Müll schmeißen, sondern immer mal wieder probieren. Irgendwann wird sie klappen. Ronny Marcos jetzt beim resultierenden Einwurf auf der linken Seite. So Albrecht gespielt, der lässt tropfen, ein bisschen ungenau. Da kommt Ronny Marcos nicht mehr dran. Also Einwurfwechsel quasi jetzt bei Rockstadt auf der rechten Seite. Und das erwartet ganz anderes Spiel als noch das Spiel gegen die U23 der TSG aus Hoffenheim. Rückpass jetzt, etwas kurz geraten, Knote passt auf. Super. Und spielt rechts raus zu Vincent Moreno, der sich die Kugel schnappt und zurücklegt zu Knote. Wie gesagt, hohes Pressing von Barockstadt. Kommen aber noch nicht durch, weil Knote eben sehr, sehr wachsam war bei diesem Rückpass, der etwas zu kurz geraten ist. OFC aber schon wieder im Ballbesitz, Julian Albrecht. Findet in der Mitte Jason Breitenbach, der legt zurück in Richtung Knote. Knote jetzt erstmal weit nach vorne, findet aber nur den Kopf eines Barockstädters. Nächster Ball ist aber bei Jason Breitenbach, gute Bewegung, stirbt den Ball ab. Und dann ist es Moreno, der einfach mal in die Spitze schickt in Richtung Feigenspahn und Urbig. Aber clever abgebrüht da von einem Barockstädter Verteidiger, Innenverteidiger auf der linken Seite. Und dann geht es schnell nach vorne, Pomnitz auf die linke Seite zu Göbel. Wird jetzt gestellt von drei Offenbachern, findet den Rücken seines Mitspielers und dann ist Moreno da, um erstmal aufzuräumen, wird aber gehalten. Kein Foulspiel, sondern Ball im Seitenaus und es gibt Einwurf. SG Barockstadt. Tobias Göbel, der Mann, der doch etwas kurzfristig noch in die Startelf gerutscht ist, treibt jetzt also über links an und wird den Einwurf hineinbringen. Weit hinein in den Strafraum. Breitenbach, der erstmal rausköpft. Zweiter Ball ist aber wieder bei den Weißen, bei den Gästen aus Fulda-Lehnerz. Und jetzt kommen sie wieder bei links. Flankenversuch, aber abgeblockt von Urbich, der sich ja tief in die eigene Hälfte zurückgezogen hat, um das hier im Verbund mitzuverteidigen. Und dann wird es den nächsten Einwurf geben. Wieder ist das Tobias Göbel von ganz links draußen. 24 Jahre jung und dann haben wir schon gesehen, der kann weit einwerfen. Das macht er jetzt wieder in den Fünferraum rein. Und dann wird es den ersten Eckball für die Gäste geben. Noel Knote, der mit dem Kopf da zwar dazwischen kommt, aber eben nur auf Kosten eines Eckballs klären kann. Johannes Brinkis, der da jetzt natürlich sofort dirigiert und anzeigt, wie das jetzt auszuführen, zu verteidigen ist. Die Flanke wurde, der Eckball wurde kurz ausgeführt, hat den UFC ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt, aber man hat es verteidigt und jetzt hat man vielleicht die Chance umzuschalten mit Urbich auf der rechten Seite, der jetzt Feigenspahn auf die Reise schicken möchte, rechts draußen. Und dann wird der Feigenspahn umgekrätscht und dann gibt es Freistoß für den UFC. Hat Feigenspahn den Ball, Urbich den Ball in die Tiefe zwar noch gespielt, wurde dabei aber umgekrätscht. Feigenspahn konnte dann nicht mehr rankommen. Schiedsrichter hat gut den Vorteil abgewartet, Felix Brigan, und dann auf Freistoß OFC entschieden. Das Ganze quasi genau auf Höhe der Mittellinie, genau vor unserem Grasnarben-Kameramann Jason Kalivas. Bei uns hier auf der Pressetribüne die Close-Ups liefert, die Laia Ohanka, Thomas Kämpfer in der Bildregie und André Sedelmeier am Stream.
Das sind diejenigen, die ihr hier jetzt nicht hört, aber ihre Arbeit seht. Und wir sehen, dass der OFC diesmal hoch angelaufen wird von Barockstadt Fulda Lehnerz und dass das auch Erfolg hat. Kobelnik, der den Ball da erobert, aber der OFC jetzt schon wieder gegen den Ball postiert. Trotzdem Kobelnik, der jetzt Richtung Strafraum zieht, aber dann von Nazarov. Ja, für meine Begriffe eigentlich sogar noch halbwegs fair gestört wird. Und ich glaube, Dima Nazarov, schau dir das Grinsen in seinem Gesicht an, der findet eigentlich auch, dass das kein Foul war. Ja, ist ihm, glaube ich, so ein ganz klein bisschen in die Hacken da gelaufen. Da gab es wohl den Kontakt und dann hat er sich natürlich fallen lassen. Oder ist zu Fall gekommen. Und da gibt es den Freistoß für die SG Barockstadt. Leon Pomnitz steht da bereit. Der Mann mit der Nummer 8. Gefährlicher Mann. Also ungefähr 25 Meter entfernt vom Tor. Halb linke Position. Ein Linksfuß steht bereit in Leon Pomnitz. Jetzt kommt der Freistoß als Freistoßflanke auf den langen Pfosten. Gut verlängert von Christian Achtjesen. Erstmal raus aus der Gefahrenzone und Ronny Marcos kann den Ball sogar noch aufnehmen und dann nach vorne schlagen auf die Brust von Jan Urbich. Das Ganze immer noch in der Kickershälfte. OFC muss weiter nachsetzen. In Dima Nazarov wird das dann auch gemacht, aber der Ball landet im Seitenhaus und es gibt den Einwurf für die SG Barockstadt. Jetzt schnell ausgeführt. OFC ordnet sich aber und Barockstadt mit einem kleinen Fehlerchen. Der Ball rollt ins Seitenhaus. Ballbesitz also für den OFC. Ronny Marcos schnappt sich die Kugel und wird dann einwerfen auf Dima Nazarov, der von hinten gefällt wird. Foulspiel, Freistoß, OFC, das Ganze tief in der eigenen Hälfte. Oh, der Sache wird sich dann Christian Achtjesen, der linke IV vom OFC, annehmen. Und dann wird es vielleicht einen langen Ball geben. So ein bisschen sieht es danach aus, so wie er anläuft. Ja, beordert jetzt auch nochmal die Jungs ein bisschen weiter nach vorne. Also lang aus der eigenen Hälfte hinaus. Jetzt der Freistoß ausgeführt Richtung Urbich, der mit dem Kopf erstmal verlängert auf Feigenspahn, der jetzt links rausliegt auf Keanu Staude. Staude im Strafraum, das haben sie noch nicht geklärt, die Gäste aus Barockstadt Fulda Lehnerz. Staude jetzt im Strafraum und dann möchte er reinspielen ins Zentrum, da wäre Urbich gewesen. Aber dann haben sie es doch verteidigt. War das eventuell sogar Aaron Frey, der ehemalige Offenbacher, der noch dazwischen gekommen ist? Ich kann es nicht ganz genau sagen. Was ich aber sagen kann, ist, dass es den zweiten Eckball für den OFC gibt. Schauen wir nochmal rein. Also Erik Ganimé war das dann letzten Endes, der ihn da gestellt hat, den Keanu Staude, und dann auch zum Eckball geklärt hat. Der 1,91-Mann aus der Innenverteidigung von Barockstadt Fulda Lehnerz. Und jetzt gibt's die Ecke. Keanu Staude, der schaut da jetzt rein in den Strafraum, nickt einmal und dann bringt er den Ball zum Tor hin auf den ersten Pfosten hinein, verlängert, ein bisschen unklare Situation. Ich glaube, auf der Glabsbräu wurde Hand geschrien, haben wir jetzt nicht gesehen in der Form. Können wir nicht auflösen, aber wir können auf jeden Fall die nächste Standardsituation für den OFC verbuchen, denn es wird direkt den nächsten Eckball geben. Wieder steht der Keanu Staude, wieder mit rechts zum Tor hin. Die Ecke natürlich auch wieder präsentiert von unserem Partner Pedi Protect. Also hineingebracht auf den ersten Pfosten, rein ins Gewühl, gute Ecke. Kam scharf, kam dahin, wo sie hinkommen muss. Und Fulda da erstmal dazwischen ins Seiten ausgeklärt. Einwurf OFC, linke Außenbahn, aber jetzt schon mit mehreren Metern Torentfernung. Ronny Marcos, der da jetzt steht. Und irgendwo Richtung 16er Kante wahrscheinlich gleich einwerfen wird. Schaut er sich erstmal um, wo er hinwerfen kann. Der Linksverteidiger, der Offenbacher Kickers. Aber sie stellen es gut zu, die Gäste. Jetzt auf Albrecht gespielt. Der lässt klatschen für Marcos, linke Außenbahn. Marcos an der Grundlinie setzt er sich da gut durch. Bringt die Hereingabe flach rein. Und dann ist es Ganimé, der da erstmal klären kann. Und dann Reinhardt mit dem Versuch eines Befreiungsschlages. Aber ich glaube, Urbich war da sofort dazwischen. Ja, da war er dazwischen, zurückgeeilt. Das linke Bein reingestellt. Einwurf für Barockstadt schon ausgeführt. Nochmal hinten rumgespielt. Urbich wieder mit dem Fuß dazwischen. Abpraller landet irgendwie bei Nazarov. Dann aber bei Pomnitz. Der verteilt. Gut aufgepasst von Moreno. Ganz starke Aktion von ihm. Und dann geht er in die Spitze. Wird dann gefoult. Und das ist ganz klar, dass es hier Freistoß geben muss. Also halbrechte Position setzt Vincent Moreno nach tollem Einsatz. Also gut antizipiert diesen Pass. Sie haben es nochmal in der Wiederholung. Hier diesen Pass hat er drauf gelauert, geht dazwischen und setzt dann an zu einem seiner unwiderstehlichen Sprints nach vorne. Ein Ticken zu weit vorgelegt, war aber doch schnell genug, um den Ball noch wegzuspitzeln und sich deswegen diesen Freistoß herauszuarbeiten. Also rechtes Halbfeld, ich schätze mal 30 Meter vom Tor entfernt. Gute Situation für eine scharfe oder eben butterweiche Freistoßflanke in Richtung zweiten Pfosten. Sag mal, scharf und butterweich, das schließt sich ja jetzt erstmal nicht aus. Ja, da stehen Keanu Staude und Mike Feigenspahn. Der Übeltäter gerade eben, Patrick Scharf, der sehr erfahrene Sechser, auch Kapitän. SG Barockstadt Fulda Lehnerz, 34 Jahre alt. Der hat also
dieses Foul gezogen gegen Vincent Moreno, wohl wissend, dass man den nicht einfach laufen lassen darf. Also, Viertelstunde gleich gespielt, der UFC mit einem Freistoß halb rechts, Keanu Staude. Freistoßflanke kommt hinein in den Strafraum, kommt aber erstmal nur ein Abwehrbein dazwischen von Fulda Lehnerz. Trotzdem zweiter Ball wieder beim UFC, über links mit Nazarov, der am ersten vorbeigeht und am zweiten dann hängen bleibt. Und jetzt möchte Fulda schnell umschalten, aber Ronny Marcos läuft da seinem ehemaligen Kollegen Moritz Reinhardt den Ball ab. Moritz Reinhardt, bis 2021 hat er beim UFC gespielt. 42 Spiele hat er für die Equipe in Rot und Weiß gemacht. Und ja, seither ein gestandener Regionalliga-Stürmer. Ich glaube, jemand, der sich immer komplett zerreißt für die Mannschaft, bei der er ist. Ich habe ihn in positiver Erinnerung, wie ganz viele hier, glaube ich, in Offenbach. Immer ein toller Sportsmann gewesen. Und der OFC, gut gespielt, jetzt im Zentrum. Und dann könnte die Spielverlagerung auf links kommen. Nazarov, halblinker Raum. Dann geht es jetzt gleich ganz links raus. Nein, erst nochmal am Gegner vorbeigelegt. Breitenbach aus dem Rückraum, am ersten vorbei. Dann nochmal halb links auf Nazarov. Dann rechts raus auf Feigenspann. Feigenspann, direkte Klatschflanke in den Strafraum hinein. Staude kommt da aber nicht dran. Zweiter Ball ist beim OFC mit Nazarov. Nazarov, der sich da so ein bisschen versucht durchzuwühlen. Überlässt dann für Breitenbach. Breitenbach, der geht an allen vorbei. Möchte den Zweikampf, den Doppelpass suchen. Und dann Breitenbach. Angeblich im Abseits gewesen. Der Ball ist im Tor. Das erste Mal für den OFC. Da müssen wir nochmal reingucken. War an sich ein guter Spielzug vom OFC. Doppelpass von, ich glaube, Breitenbach und Urbich, der dann im Kretschen den Ball noch weiterleitet. Und dann schauen wir nochmal rein, ob das auch tatsächlich Abseits gewesen ist. Ja, das kann schon Abseits gewesen sein. Also der Doppelpass zwischen Breitenbach und Urbich, das war richtig stark. Und dann nochmal in die Mitte gespielt zu Feigenspahn. Aber würden wir auch mitgehen in der Bewertung, Marius, oder war Abseits? Ja, definitiv. Also der Ball kommt dann eben doch von Urbich, von der Grätsche. Man würde drüber sprechen können, wenn er eben vom Gegner kommt, der Ball. Aber da war Urbich mit dem Spiel. Gut gesehen, vom Schiedsrichter gespannt. Aber auch sehr gut durchkombiniert von der OFC-Offensive. Ach, Jason. Und ihr merkt es, der Ball ist hinten in der Verteidigungsreihe des OFC. Julian Albrecht, der sich ganz tief den Ball abholt, hier den defensiveren Part übernimmt. Der beiden Sechser dann nochmal abdreht, denn er sieht, dass Leon Pomlitz ihn stellt und nimmt dann Knote nochmal mit, der jetzt im Dreieraufbau die Innenverteidigerposition übernimmt. Ach, Chesen, Ball in die Spitze gespielt, gute Idee, der hat da Urbich starten sehen, der Ball geht aber durch bis zum Torhüter. Und das ist Samuel Zapico Lopez. Marok startet mit dem Aufbau in der eigenen Hälfte, jetzt rechts rausgespielt, Staude stört. Deswegen geht der Ball dann nochmal in die Mitte. Ja, und Barockstadt weiter in der eigenen Hälfte. Schieben sich dann den Ball in der Innenverteidigung hin und her. Erste Pfiffe kommen von der ungeduldigen Waldemar Klein-Tribüne. Die gehen natürlich nicht gegen die Jungs, die da in die roten Trikots tragen, sondern einfach. Das ist natürlich einfach verboten, als Gastmannschaft hier den Ball zu haben auf dem Biberer Berg. Das ist ja ganz klar. Und ja, trotzdem, sie zeigen sich davon nicht beeindruckt. Die Gäste kommen jetzt mit Kobelnik aus der Distanz, setzt er jetzt an zum Schuss, aber Ronny Marcos, der da erstmal blockt und Keanu Staude, der dann, ja, seinen Gegner umhaut, wobei das ist die Wahrnehmung, die der Schiedsrichter hatte. Keanu Staude diskutiert da auf jeden Fall, hat das ein bisschen anders gesehen, nachdem Kobelnik da den Abschluss gesucht hatte. Ronny Marcos, der Abpraller, landete dann. Ich glaube sogar bei Patrick Scharf und Scharf dann direkt im Zweikampf mit Keanu Staude. Oder war es Scharf? Nein, es ist sieben. Die Nummer 7, Nico Rinderknecht, das ist der andere der beiden Sechser. Auch das ja schon ein relativ erfahrener. Man hat sogar ein Spiel in der ersten französischen Liga schon gemacht. Also durchaus eine spektakuläre Vita. Auch dritte Liga hat er schon gespielt. Ist heute sein 95. Regionalligaspiel. Also die haben da eine Menge Erfahrung, die Barockstädter. Und haben jetzt einen Freistoß. Da stehen Scharf, Scharf mit rechts und mit links. Wer das mit links ist, kann ich leider ohne Rücknick. Ja, Pomlitz mit dem linken Fuß wäre dann die Variante. Pomlitz, da wissen wir, der kann solche Freistöße schießen, auch aus der Distanz. Ah, jetzt läuft er an Pomlitz mit links aufs Tor gezogen. Aber der geht dann doch ein Meter oder etwas mehr. Ein Meter plus X über das Tor von Johannes Brinkies. Keine Gefahr für den erfahrenen Schlussmann, der ja vor der Saison vom FSV Zwickau gekommen ist. Und jetzt sein Jungs sagt, den führe ich nicht kurz aus, könnt ihr ruhig nach vorne gehen. Das Ding holt ich lang. Da schaut er jetzt. Und dann gibt es tatsächlich auch den langen Abstoß. Halb links Richtung Urbich, der verliert aber erstmal das Kopfballduell und auch das zweite Kopfballduell geht an die Gäste. Das Barockstadt Fulda, die jetzt im Zentrum dann rechts raus verlagern.
Ronny Marcos erstmal in den Zweikampf rein, aber das lösen sie tatsächlich gut. Scharf, der da gut den, nee, das ist nicht Scharf, doch, das ist Patrick Scharf gewesen, der da gut den Ball behauptet hat und dann erstmal ganz zurück zu Samuel Zapico, dem großgewachsenen Schlussmann der Gäste. 1,98 misst der, und so darf Fulda sich jetzt den Ball in der letzten, in der eigenen letzten Reihe zuschieben, hat dann aber so ein bisschen Standprobleme und so kann der OFC den Ball auf Höhe der Mittellinie fast erobern und jetzt vielleicht nach vorne umschalten. Nein, Ballverlust im Aufbauspiel für den OFC und jetzt gibt es die Gegenbewegung für die Gäste, die sich da gut durchsetzen, aber stark zurückgearbeitet von Feigenspahn. Der Rückpass, der verunglückt ihm aber leider komplett, rutscht ihm über den Spann und dann geht er ins Tor aus. Und Eckball, nichtsdestotrotz guter Einsatz von Feigenspahn, der den Konter verhindert hat. Unglücklich, dass er sich jetzt da nicht final belohnen konnte, den Ballbesitz für den OFC zu holen. Ja, da ist er dran geblieben, wusste genau, wo der Ball dann hingeht und nimmt den Sprint eben an, läuft ab und dann war es ein Platzfehler. Den Hubbel hat er nicht gesehen und deswegen der Ball dann als Querschläger in Richtung Ecke. Eckball ausgeführt, kurz ausgeführt. Leon Pomlitz kommt nochmal in den Ball an der 16er-Kante, abgelegt. Viel Platz für einen Schuss, da kommt der Schuss, aber abgeblockt. Vom OFC, Barockstadt kommt nochmal an den Ball, in die Mitte gechippt. Fahne bleibt unten, Reinhardt mit dem Schuss und Glanzparade, Brinkies. Holt den Ball da aus der linken Torecke und Riesen Foul gegen Ronny Marcos, der da Richtung Beton gestoßen wird von seinem Gegenspieler. Der hilft ihm jetzt aber auf. Also das war ein klassischer Bodycheck in Richtung Tor aus. Aber erste Riesenparade wirklich von Johannes Brinkies nach diesem Schuss aus der Drehung von Moritz Reinhardt. Da ist er gut abgetaucht. Also Reinhardt. Der hat das mit den gefährlichen Abschlüssen natürlich auch. Das mit dem Lauern auf der letzten Linie macht er da gut. Einmal gut den Körper zum Abschirmen genutzt und dann den Abschluss direkt mit rechts. Rechts unten gesucht und gefunden. Dann gibt es jetzt den Freistoß. Brinkies bringt ihn weit nach vorne in die Fuldaer Hälfte. Ja, man muss es glaube ich schon konstatieren. 20 Minuten sind gespielt. Die Gäste wirken hier bis hierhin so, als wären sie besser in der Partie drin. Der OFC zwar mit etwas mehr Ballbesitz, aber trotzdem noch mit ein bisschen Problemen ab und zu in der Abstimmung. Und ich glaube, das ist auch vollkommen in Ordnung und vollkommen klar, wenn da der Abwehrchef fehlt und man sich da jetzt neu orientieren muss. Schon wieder eine neue Defensivformation, die sich finden muss. Obwohl ich das jetzt gar nicht so wirklich auch unterschreiben würde. Ich finde, der OFC auch ganz gut reingekommen. Hatte sich auch schon ein paar Chancen erarbeitet, eben auch viele Ecken schon erarbeitet. Gutes Passspiel nach vorne. Hinten, das waren jetzt immer mal so kleine Fehlerchen, wie eben dieser Platzfehler dann auch nach dem Feigenspahn-Ablauf, der da zur Ecke führte. Also ich finde eine ausgeglichene Partie, OFC durchaus auch gut reingekommen. Muss ich dir mal jetzt gerade kurz widersprechen. Es ist ja auch vollkommen in Ordnung und der OFC darf mich auch gerne Lügen strafen und vielleicht tut er das jetzt nämlich auch über die linke Außenbahn mit Dima Nazarov. Komm, zeig mir, dass ich Mist gelabert habe. Ball in den Strafraum hinein und Keanu Staude gibt den nächsten Eckball. Also ich bin hier vollkommen bereit einzusehen, dass das Unfug ist und dass der OFC hier jetzt anfängt, den Ton anzugeben. Also nächste Ecke für den OFC. Ich schaue einmal auf die Anzeigentafel, präsentiert von Plutos ist das im Stadion und das ist die vierte Ecke für den OFC. 4:2 steht es da nach Ecken pro Gastgeber. Und da steht wieder Keanu Staude, der wieder mit rechts zum Tor hin den Ball hineinbringen wird. Hat schon ein paar gute Ecken heute getreten, also haben schon ein paar gute Standards gesehen. Die kurz ausgeführten Varianten haben noch nicht ganz gegriffen. Jetzt dürfte es aber eher die herkömmliche Flanke in den Strafraum reingeben. Kommt jetzt auch auf den ersten Pfosten. Da war, glaube ich, Knote hochgestiegen, kommt dann nicht ran. Fulda hat es noch nicht geklärt, sage ich, und strafe mich Lügen. Kriegen sie auf der rechten Außenbahn den Ballbesitz tatsächlich gezogen und spielen dann zurück in die letzte Kette der OFC. Presst aber mit Noel Knote, der noch vorne geblieben war, direkt hoch drauf. Und dann gibt es einen Einwurf tief, tief, tief in der eigenen Hälfte der Gäste. Rockstadt, Fulda, Lenerz. Ja, Richtung eigene Grundlinie in der Rechtsverteidigerposition mit dem Einwurf. Und dann schauen wir mal, dürfte wahrscheinlich Christian Gaudermann dann sein. So ist es, der von rechts hinten dann den Einwurf bringen wird. Der OFC stellt das natürlich hoch zu. Einwurf jetzt reingeworfen, Befreiungsschlag von Gaudermann ganz weit nach vorne. Moreno, der Mann gegen Mann verteidigt und jetzt den Kopfball erstmal für sich zieht, direkt wieder nach vorne marschiert und rechts draußen von Feigenspahn eingesetzt wird. Rechte Außenbahn, Moreno möchte die Flanke in den Strafraum reinbringen. Bleibt erstmal hängen. Trotzdem, nächster Anlauf wieder über rechts. Wieder über Moreno. Flanke kommt rein in den Strafraum. Obi steigt hoch. Staude verpasst. Und dann klären sie es erstmal raus. Trotzdem, die Flanke, die war durchaus vielversprechend. Gute Flanke, gutes Einlaufverhalten vom OFC, von der OFC-Offensive. Der jetzt weiter am Drücker bleibt.
mit Albrecht und dann wieder hinten rum über Knote halb rechts, der jetzt wieder angelaufen wird von Krobelnik. Dann aber erstmal auf Nazarov spielt, der dreht sich da gut auf, tunnelt da seinen Gegenspieler, dann auf Breitenbach gespielt, der rechts raus in die Tiefe Feigenspahn schickt, in den Strafraum reingespielt, Richtung Staude, trotzdem zweiter Ball wieder bei Feigenspahn, der den dann direkt in den Strafraum reinheben will, Richtung Urbich, aber der verrutscht ihm so ein bisschen. Und so kann Samuel Zapico den Ball sich zum Abschluss hinlegen. Was sich wirklich in diesen beiden letzten Spielen absolut verbessert hat, ist dieser Wille, diesen Bällen nachzugehen. Der UFC hat einen absoluten Willen, setzt immer wieder nach, holt sich die Bälle schnell zurück und feiert sich auch ab für geblockte Bälle, für gute Pässe. Und das ist einfach ein super Zeichen. Das nimmt eben auch die Fans mit. Das, was die Fans auch gefordert haben und erwartet haben, bekommen sie also auch heute wieder von ihrer Mannschaft zu sehen. Während die Barockstädter jetzt hier aber über die rechte Seite kommen. Achtung, Flanke aus dem Halbfeld, verlängert von Moritz Reinhardt. Fahne geht hoch, gut gesehen vom Schiedsrichter gespannt, dass er da im Abseits stand. Also nicht Moritz Reinhardt, sondern nach der Verlängerung von seinem Kopf war das, glaube ich, Gal Grobelnik, der da drin stand. Und deswegen geht die Fahne hoch. Freistoß OFC, Brinkies übernimmt. Also es gibt jetzt auch Fans, die uns via Mail schreiben und ja, die auch ein bisschen recht geben. Wir müssen dieses Wort Ungetüm, so wurde es getauft, nicht jedes Mal aussprechen. Also nichts gegen die Gäste aus Fulda, aber es ist natürlich sehr lang. Ich versuche es jetzt mal eher mit der SGB. Also SG Barockstadt. Und ich denke, ich hoffe, dass ich damit niemanden auf den Schlips trete. Langer Ball vom OFC Nazarov, der sich Kugel runterpflückt. Aber dann erstmal, ja, von der SGB geklärt. Die wissen natürlich, auf wen sie da aufpassen müssen mit dem Nazarov. Das ist auch ganz klar. Urbich, der sofort jetzt den Torhüter anläuft. Und davon zeigt sich Zapico doch ein bisschen beeindruckt. Muss sofort den langen Ball spielen. Ball geht jetzt auch ins Seiten aus. Einwurf OFC direkt vor Trainer, Gästetrainer Sedat Gürin. Knote, der das richtig gut gemacht hat. Ja, definitiv einer der ganz, ganz vielen Gewinner des Hoffenheim-Spiels gewesen. Absolut, also Riesenspiel gemacht. Da neben Rossi. Einer, der auch in der Luft sehr, sehr stark ist. Jetzt der schöne Seitenwechsel auf Vincent Moreno. Der geht vorbei am ersten und am zweiten immer noch Moreno. Nochmal will er einen Haken machen, anstatt mit links abzuziehen. Das war dann diesmal die falsche Entscheidung, aber im Ansatz war das sehr, sehr gut. Knote bekommt den Ball noch und auch Dima Nazarov hat den Ball noch, bevor er dann das Seitenaus überschreitet. Seitenwechsel auf die linke Seite in Richtung Ronny Marcos, kommt dann nicht mehr an, aber trotzdem, das ist eben das, was ich erwähnt habe, der Ball soll im Spiel bleiben, die gehen diesen Bällen hinterher und das ist eben ein klasse Zeichen von unserer Mannschaft. Einwurf gibt es jetzt genau vor der Grenze der WKT, Block 2 und 3 für die SG Barockstadt, die jetzt den Ball behaupten. Keanu Staude setzt nach, erzwingen den weiten Ball von Barockstadt und der geht dann ins Seitenaus. Also Einwurf OFC, der hier absolut am Drücker ist. Ronny Marcos wirft hinten zu Christian Achjesen. Der nimmt neue Knote wieder mit. Und jetzt bilden sie wieder diesen Dreieraufbau. Und Ronny Marcos und Vincent Moreno gehen eben über die Flügel weiter nach vorne. Achjesen, Ball in die Spitze gespielt. Urbich hat den fast noch, aber doch noch den Nummer 3 da mit dem Kopf dran. Ronny Marcos will abschirmen und Barockstadt holt sich den Ball, aber bleiben hängen an Jason Breitenbach. Nee, an Dimi Nazarov war das. Schön geschickt auf der rechten Seite, dann Feigensparen an der Grenze des 16ers. Tunnler, immer noch Feigensparen, geht in den 16er. Dann der Ball. Oh, der tanzt da so ein bisschen vor dem Tor rum. Und am Ende kommt keiner mehr dran. Ganz, ganz starke Aktion von Mike Feigensparen, der jetzt hier Jan Urbich noch ein paar Ansagen macht. Ein Laufweg, vielleicht hat er nicht ganz gestimmt, aber trotzdem, klasse Aktion da von unseren Mannen. Feigenspahn, hier sehen wir es nochmal, den Beinschuss. Dann die Hereingabe und da steht eben doch keiner. Es gibt aber die nächste Ecke und auch das wieder ein hervorragender Angriff über die rechte Seite. Wieder der Pass von Nazarov in Richtung Feigenspahn, das haben wir jetzt schon öfter gesehen in dieser Saison. Diesmal klasse Aktion. Wir haben ein Verständnis voreinander, das ist ganz offenkundig. Keanu Staude, der hat ein Verständnis davon, wie man Ecken gefährlich reinbringt. Das haben wir heute auch gesehen. Der Mann mit der Nummer 29 jetzt mit rechts vom Tor weg hinein Richtung zweiten Pfosten. Diesmal, da ist ganz, ganz frei Jan Urbich gewesen. Und der Ball wurde, glaube ich, sogar auf der Linie gerettet. Der Mann hat sich doch langsam echt mal seinen ersten Regionalliga-Treffer verdient. Super Kopfballtechnik, ganz stark steigt er da hoch am zweiten Pfosten. Da müssen wir ins Replay nochmal reingucken. Währenddessen der OFC den Gegenangriff von Barockstadt Fulda Lenerz, jetzt habe ich sie wieder komplett ausgesprochen, einmal unterbindet, aber ja, der Blick in den Strafraum hinein, da kommt Urbich, der da ganz, ganz frei zum Kopfball kommt, steigt er da hoch und dann ist es auf der Linie gerettet. Ich glaube, es war Göbel, der den Ball da irgendwie auf der Linie rettet.
Das hätte das 1-0 sein können. Auch kein Vorwurf da an Urbich, der setzt den Kopfballer genau dahin, wo er hingesetzt werden muss. Aber da steht halt noch einer auf der Linie bei Barockstadt Fulda Lehnerz. Ich krieg's nicht mehr raus, den kompletten Namen. Jetzt haben sie mich gebrainwashed da drüben. Keanu Staude, gut durchgesetzt im Gegenpressing der SGB. Und so erstmal das Gegenpressing ausgespielt. Und der OFC kann über links ein bisschen den Angriff aufziehen. Mit Ronny Marcos, der hat jetzt ein paar Meter Wiese vor sich. Und schaut, wo kann er hinspielen? Verzögert dann aber erstmal. Ronny Marcos tritt auf den Ball und dann geht es auf Jason Breitenbach in die Sechserposition. Dann auf Nazarov. Nazarov selber diesmal jetzt in der Sechserposition, dreht sich da zweimal um die eigene Achse. Dann halb links auf Feigenspahn, dann ins Zentrum zu Breitenbach und der verliert leider den Ball. Jetzt müssen wir ins Gegenpressing gehen. Fulda spielt das aber erstmal gut aus. Kommt jetzt mit Moritz Reinhardt in der Umschaltbewegung. Zentrale Position dann in die Spitze gespielt. Christian Hatschesen läuft das aber gegen Krobelnik gut ab. Klärt ins Seiten aus. Einwurf Barockstadt Fulda Lehnerz, aber schon auf 16er Höhe, beziehungsweise in 16er Höhe eingeworfen. Und erstmal werden sie es hintenrum neu aufziehen. Also, der OFC hat jetzt so ein paar richtig vielversprechende Szenen aneinander reihen können. Halbe Stunde gespielt. Und man arbeitet hier jetzt merklich an der Führung. Trotzdem, wir sehen Barockstadt Fulda Lehnerz immer wieder mit starken Angriffen. Jetzt schauen sie, dass sie über rechts was initiieren können. Jetzt der Chipball Richtung Grundlinie, aber da hat Gaudermann im Abseits gestanden. Hat der Marius sogar noch vor dem Linienrichter gesehen und der Linienrichter hat dann gesagt, okay, wenn der Herr Schnelker das sagt, dann heb ich mal meine Fahne. Über Funk war das, hat er gehört. Und das ist auch, klare Nummer. Brinkis mit dem Freistoß. Jetzt kurz ausgeführt, so neue Knote, der findet in der Mitte Julian Albrecht, legt dann nochmal rechts raus auf Vincent Moreno und der legt ab auf Knote, dann wird wieder verschoben, Brinkis auf die linke Seite zu Achesen, Fulda läuft hoch an, das gibt Platz für einen Pass auf Ronny Marcos auf der linken Seite, der findet im Zwischenraum Urbich, weitergeleitet, die Idee ist gut, nicht perfekt umgesetzt in Richtung Dimanazarov, aber Fulda kann nur zum Einwurf klären. Schon ausgeführt und Christian Achesen mit dem Ball wieder am Fuß. Doppelpass mit Jason Breitenbach. Achesen zurück zu Knote. Und Knote nimmt wieder Achesen mit. Also, so schieben die Kickers jetzt den Ball hin und her. Hoppala, missglückter Pass jetzt hier gerade von Diman Nazarov. Kriegt den Ball aber wieder. Nochmal Nazarov mit dem Blick nach vorne. Nimmt Feigenspahn mit. Das Ganze ganz zentral. Feigenspahn. Eins rüber zu Staude, der dribbelt mal an. Staude wieder zu Feigenspahn, schon im gegnerischen Strafraum. Immer noch Staude, abgelegt zu Ronny Marcos mit der Flanke. Tor für den OFC und es ist Vincent Moreno per Kopf. Ideale Flanke von der linken Seite von Ronny Marcos. Und es ist der Rechtsverteidiger, dann ist es Vincent Moreno, der einschädelt zum 1-0. Und das ist sowas von verdient in der 32. Minute. Herzlichen Glückwunsch, Vincent Moreno. War das vielleicht sogar sein erstes? Ja, wenn du jetzt noch 2 Minuten länger laberst, dann recherchiere ich kurz raus, Mario. Ja, also, ich bringe euch das Tor nochmal näher. Das würde uns natürlich dann noch mehr freuen. OFC führt hier verdient nach diesen letzten sehr starken 10 Minuten mit 1-0. Torschütze Vincent Moreno nach Flanke von Ronny Marcos. Hier sehen wir es nochmal in der Entstehung. Feigenspahn, der den Ball gut hält und dann mit der Hacke zu Ronny Marcos spitzelt. Die Flanke kommt gut und Vincent Moreno stiehlt sich da weg, setzt sich ganz gut in Front und dann köpft er das Ding schön ein ins rechte Eck, stark gemacht und überwindet eben den Torwart Zappico zum 1-0. Kasper, hast du es mittlerweile rausgefunden? Ich rede noch ein bisschen weiter, Anstoß mittlerweile schon erfolgt. Also Vincent Moreno, unser immer noch Youngster, muss man wirklich sagen. Und ist es das? Es ist der erste Treffer für Vincent Moreno im Herrenbereich. Der erste Treffer für die erste Mannschaft von Kickers Offenbach. Zweiter Assist von Ronny Marcos in dieser Saison. Ich glaube, gegen Aalen hat er ja auch schon einen aufgelegt. Fulda direkt mit der Bemühung einer direkten Antwort. Aber da ist wieder Vincent Moreno, der dazwischen geht. Und den langen Ball von Urbich, den verlängert er Richtung Nazarov. Aber dann ist da erstmal Ganymede, der jetzt schon ein paar Mal gut aufgepasst hat. Und Urbich, der den Keeper anläuft. Und Zappico löst das dann aber erstmal gut, spielt Richtung Reinhardt, der den Ball da gut festmacht. Aber Breitenbach gegen seinen Ex-Mitspieler. Super den Ball erobert. Über links der Assistgeber, Ronny Marcos, der dann erstmal auf den Ball tritt, dann Richtung Urbich spielt. Urbich auf der linken Außenbahn, dann nochmal zurück Richtung Staude. Das alles so in der Mitte der Hälfte der Gäste, also der Hälfte von der SGB.
Und dann geht es aber erstmal ganz, ganz hinten drum beim UFC. Also 1:0 Führung. Man hat es sich verdient. Anfangsphase, Marius hat gesagt, leichte Vorteile UFC. Ich habe es ausgeglichen genannt. Aber dann, seitdem wir dieses Zwischenresümee gezogen haben, hat der UFC mehr und mehr das Spiel in die Hand genommen, immer mehr und mehr gute Angriffe gefahren und sich dann jetzt nach 33 Minuten belohnt. Und man kommt wieder über links mit Urbich, der da vorbeigeht am Gegenspieler, gefoult wird. Und da gibt es Gelb für Gaudermann. Das wird die Herren Marcos und Staude freuen. Dann kann Gaudermann keine taktischen Fouls mehr ziehen. Der Rechtsverteidiger der SGB, der da alle Hände voll zu tun hat. Urbich, der das gut gemacht hatte, Ball ging die Linie entlang. Urbich lässt ihn einmal durch die eigenen Beine gehen, setzt den Antritt, ist damit vorbei. Gaudermann muss das Foul ziehen. Und dann gibt es den Freistoß für den UFC. Ganz links draußen, fast auf der gedachten Verlängerung der 16er-Linie. Zur Absicherung nur Albrecht und Moreno hinten. Das heißt, der Moreno kann jetzt nicht direkt seinen Doppelpack schnüren. Aber Ronny Marcos und Keanu Staude, die besprechen sich ganz genau, wie sie das jetzt ausführen wollen. Ja. Aber Ronny, dadurch, dass er eben einer der schnellsten ist, geht es doch in die Absicherung. Albrecht dann nach vorne mit rein. Jetzt kommt Staude mit dem Freistoß. Der kommt lang und länger und in die Arme von Zappico. Ja, der etwas hoch angesetzt wäre dann unten bei Knote angekommen, der jetzt auch den Torwart beim Abschlag behindert. Und da gibt es eben einen Freistoß für den UFC. Ja, Knote, der auch so ein paar clevere kleine Nicklichkeiten in seinem Kasten hat. Und der hier eben den Torwart stört. Nichts Bösartiges, gibt aber trotzdem quasi eine Wiederholung dieses Abschlags, aber vom Boden aus Freistoß für Barockstadt. Zappico, der vor 3 Minuten zum ersten Mal überwunden wurde, führt kurz aus und Barockstadt spielt den Ball von hinten raus und die Waldemar Kleintribüne Block 2 ganz in der Mitte auf Höhe der Mittellinie hüpft. Das gefällt Ihnen, was Sie hier sehen. Breitenbach, ganz starker Ballgewinn jetzt in der Zentrale, blickt nach vorne, dann der Pass erstmal zu Nazarov, der hat immer eine Idee am Ball, ja, wird aber jetzt beschattet von gleich 2 oder 3 Gegenspielern, legt dann raus auf Ronny Marcos, der in die Mitte zu Julian Albrecht, der wieder raus auf Marcos, wird angelaufen. Pass kommt nicht an, muss nachsetzen, macht das auch gut, zusammen mit Staude. Der Urbich sucht, stand aber hinter dem Gegner, kommt deswegen nicht dran und ja, Barockstadt geht resolut dazwischen, holt sich da den Ball und kann neu aufbauen. Einmal mehr gut aufgepasst von Erik Ganimé, der Mann mit der Nummer 3. Immer wieder gute Aktionen da hinten drin, ist einer, der da den Laden zusammenhält. Viele gute Abwehraktionen, das ist auffällig. Nichtsdestotrotz, auch er konnte nicht verhindern, dass der OFC hier aufs 1:0 gedrängt hat. Es gemacht hat, das ist ja auch ganz wichtig. Nicht nur, dass man Druck aufbaut, sondern sich dann auch für diesen Druck belohnt. Umso schöner, dass das gelungen ist. Umso schöner, dass das mit einem ersten Profitor gelungen ist durch Vincent Moreno. Ja, mal schauen, ob wir ihn dazu überreden können am Interview. uns ein bisschen was zu erzählen. Ansonsten reden wir aber auch gerne natürlich mit Ronny Marcos, wie er das Ding da so butterweich reingelöffelt hat, wie er das so gesehen hat. Und wer weiß, vielleicht bleibt Vincent Moreno ja nicht der einzige Torschütze des heutigen Abends, der ein rotes Trikot trägt. Albrecht, toller Antritt, halblinker Raum in des Gegners Hälfte, jetzt links raus auf Ronny Marcos gespielt, wieder in Flankenposition, Marcos wieder die Flanke rein auf Urbich, der super den Ball annimmt, Urbich im Strafraum und dann kriegt er ihn gerade noch so weggespitzelt. Also super erster Kontakt vom Jan Urbich, der ihn erstmal über seinen Gegenspieler drüber hebt, dann unwiderstehlich an ihm vorbeigeht, aber der Gegenspieler kriegt noch irgendwie das Füßchen dazwischen. Dieser Jan Urbich, der macht wirklich Spaß. Das macht da eben die Flanke sehr, sehr gut runtergepflückt, da aus dem Himmel, quasi auf Brusthöhe hat er sein Bein gehabt. Nächste Ecke UFC, das ist schon die 6. in diesem Spiel. Keanu Staude, kurze Variante in Richtung Ronny Marcos, abgelegt zu Staude mit der Flanke und die kommt über die ganze Höhe des Platzes diesmal. Ja, da ist der Boden nicht perfekt gewesen. Schon viel geackert worden. Natürlich in den letzten Tagen auch hin und wieder mal ein Regenguss gewesen. Naja, klappt nicht. Aufbau Barockstadt. Wenn sich das Spiel jetzt vielleicht eine kurze Pause nimmt, dann möchte ich kurz darauf hinweisen. In der Halbzeitpause haben wir, so dass alles klappt, einen sehr interessanten Interviewpartner. Trainer der U21, Steven Kessler, wird im Optimalfall dann gleich unten bei uns sein. Ein bisschen wollen wir natürlich auch über den Aufstieg damals 2018, 2019 der U19 in die U19-Bundesliga reden. Das ist mal langer Ball von Fulda, den der UFC aber gut verteidigt. Aber natürlich auch
über die U21 die sportliche Situation der zweiten Mannschaft von Kickers Offenbach und die sportliche Situation der ersten Mannschaft. Die ist jetzt heute Abend akut erstmal erfreulich. Man führt nach einem Treffer von Vincent Moreno 1:0. Das geht soweit in Ordnung. Nach jetzt 40 gespielten Minuten bald. Fulda Spielaufbau über den eigenen Sechser, über Nico Rinderknecht. Dann geht's auf Erik Ganimé. Der trabt jetzt ein bisschen. Schaut, stellt sich auf den Ball der UFC. Er wartet seinen Gegner in der eigenen Hälfte. Jetzt rückt man ein bisschen raus, Ganimé, der jetzt wieder die Spielauslösung macht. Aber dann brechen sie es doch nochmal ab. Gaudermann, gerade eben ja gelb gesehen. Und dann geht's links raus. Und dann jetzt der Antritt von Aaron Frey. Das hat er gut gemacht. Einmal gut angetribbelt. Und dann auf Gaudermann, aber Staude, der den Ball erobert, aber ja, nicht verwerten kann. Trotzdem nochmal der lange Ball von Fulda in die Spitze. Moreno dazwischen auf Feigenspahn geköpft. Moreno da mit dem langen Ball Richtung Urbich. Also jetzt gerade mal so ein bisschen eine Drangphase von Fulda, in der sie allerdings nicht so richtig in die Nähe des Offenbacher Strafraums kommen. Trotzdem jetzt erstmal ein bisschen Ballbesitz horten über halb links mit Pomnitz. Dann jetzt aufdrehen und super Kretsche von Knote, der dazwischen geht. Rinderknecht auf Reinhardt. Reinhardt den Ball behauptet, dann geht's rechts raus auf Gaudermann und dann wieder ins Zentrum zurück. Schuss aus der Distanz, der ist abgefälscht, aber sichere Beute für Johannes Brinkies. Das war Patrick Scharf, der da mal abgezogen hatte. Ein Bein mit roten Stutzen dran, ich kann es euch jetzt nicht sagen, wer war da noch irgendwie ein bisschen dazwischen. Ball landete letzten Endes genau in den Armen von Johannes Brinkies. Spiel läuft schon wieder. Der UFC hatte versucht, nach vorne zu spielen. Keanu Staude wurde bei diesem Versuch gefoult, noch in der eigenen Hälfte, halb links. Geht er zu Boden, hält da ein bisschen das rechte Füßchen. Sieht jetzt aber dankenswerterweise nicht wahnsinnig schlimm aus. Sieht so aus, als würde er gleich wieder aufstehen und weiterspielen können. Hoffen wir es mal. Da gibt es einen Freistoß aus der eigenen Hälfte für den UFC. Keanu Staude, ein Spieler, der ja über enormen Spielwitz auch verfügt. Und den hat er auch nicht verloren in seiner langen Pause, die er haben musste. Durch eben Herzprobleme, von denen man übrigens nichts spürt in diesen Spielen, die er für den UFC bestreitet. Und er bleibt auch bei diesem Spielwitz, während wir sehen, dass ja, Mike Feigenspahn mit Kopf verlängert hat, aber der Ball dann doch beim Torwart der Barockstädter landet. Und immer besser kommt eben dieser Spielwitz auch zur Geltung, um das nochmal bis zum Ende auszuführen. Finde ich schön zu sehen. Ja, schön zu sehen, dass der UFC jetzt hier mal den tiefen Ball gewinnt, den hohen Ball gewinnt. Zieht Feigenspahn, der da seinen Gegenspieler Nico Rinderknecht unter Druck gesetzt hatte, im Zentrum, im Sechserraum der SGB. Aber dann soll es wohl ein Foul gewesen sein von Feigenspahn. Und jetzt hat Fulda dementsprechend die Möglichkeit wieder aufzubauen, kommt über links, jetzt ganz links rausgespielt, jetzt die Flanke hinein in den Offenbacher Strafraum. Knote, der da erstmal rausklärt und Albrecht Missverständnis mit Staude. So bleiben die Barockstädter in der Szene drin. Zentral, aber dann erstmal wieder hinten rumgespielt über Göbel. Dann Pomnitz, viel am Ball, das ist der Mittelfeldstratege auch so ein bisschen da hinter den Spitzen. Aber der UFC gegen den Ball macht das wieder kompakt, macht das wieder gut, konzentriert. Und so müssen die Barockstädter eben immer wieder neu ansetzen. Und jetzt hat der UFC den Ball gewonnen mit Breitenbach. Breitenbach, der sich da gut durchsetzt. Ballgewinn, Ballbesitz UFC. Breitenbach zwar gefoult worden, aber dadurch, dass der UFC im Ballbesitz blieb, hat Schiedsrichter Felix Priebegan da auf Vorteil entschieden. 43. Minute, Breitenbach auf Noel Knote. Und Marius, ich traue dir zu, dass du die letzten paar Minuten vor der Halbzeit auch ohne mich hinbekommst. Dann würde ich mich nämlich schon mal auf den Weg nach unten machen. Oh, Fehlpass jetzt. Oh, und da kann Fulda jetzt vielleicht noch mit Grubelnik schnell umschalten. Und der setzt ihn links im Knick rein. Eieieiei. Ausgleich kurz vor der Halbzeit. Ist das bitter? Absolut bitter. Nach einem Fehlpass in der Innenverteidigung spritzt er da dazwischen und schließt dann auch wirklich gut ab, muss man sagen, links oben in den Winkel. Der UFC hatte eigentlich auch alles im Griff. Also das Tor kommt absolut aus dem Nichts für die SG Barockstadt. Hier kurz vor der Halbzeit. Hier haben wir es nochmal in der Wiederholung gleich, denke ich mal. Also, ja, der Pass kam dann direkt zum Gegner von Knote und dann spritzt er dazwischen und schließt auch wirklich gut ins kurze Eck ab. 1:1 in der 43. Jetzt sind wir schon in der 44. und Anstoß gleich für den UFC. Dürfen sich von sowas jetzt gar nicht schocken lassen, hatten das Spiel hier wirklich unter Kontrolle.
Vincent Moreno kriegt den Ball nach dem Anstoß. Sieht Mike Feigenspahn. Immer noch Feigenspahn. Spielt erstmal zurück zu Christian Achtjesen. Und Achtjesen mit Neuknote, der angelaufen wird, aber zurückspielt zu Johannes Brinkies. Rechts ist Albrecht frei, kriegt den Ball jetzt zugechippt, ja. Kann ihn sich aber nicht runterpflücken und Barockstadt ist am Kontern über die linke Seite. Obelnik, aber Breitenbach kann erstmal klären, allerdings nimmt er damit eine Ecke in Kauf. Die von der linken Seite gleich hereinkommt. Leon Pomlitz wird sich aller Voraussicht nach diesen Ball schnappen. Also, das darf uns jetzt gar nicht beeindrucken hier. Dieses Tor kurz vor der Hälfte, 6:3 Eckenverhältnis. Auch diese Ecke wird präsentiert von Paddy Protect. Jetzt Pomlitz mit dem Eckball auf den Elfmeterpunkt, rausgeköpft von Christian Achtjesen. Zweiter Ball wieder bei Barockstadt. Wieder bei Pomlitz, der flanken kann, aber doch nicht flanken kann, weil Keanu Staude dazwischen geht und den Ball erstmal abblockt. So, wir sind in der Nachspielzeit. Habe jetzt aber gar nicht gesehen, wie viel nachgespielt wird. Ich glaube, 2 habe ich gerade die Ansage mitbekommen. 2 Minuten gibt es obendrauf für diese erste Halbzeit. Offizielle Nachspielzeit beträgt 2 Minuten. Ja, haben wir es auch nochmal gehört vom Stadionsprecher von Olaf Kruse. Christian. So, Obich. Einmal rausgeschlagen den Ball. Keanu Staude wird da gedrückt. Kein Foulspiel, sagt der Schiedsrichter. Und Pomlitz kommt an die Kugel, legt dann in die Mitte. Patrick Scharf zu Reinhardt, der will sich durchdribbeln, bleibt aber hängen an Jason Breitenbach. Breitenbach zu Nazarov, ist ganz eng da in der Zentrale, dann wird er gefoult und es gibt eine gelbe Karte. Die geht dann immer mit der Nummer 7, Nico Rinderknecht durch das Foul an Jason Breitenbach, eben in der Entstehung dieses Angriffs des OFC. Also, Breitenbach hat sich auch ein bisschen wehgetan, hat, glaube ich, den Schlappen auf den Spann bekommen. Ganz klares Foulspiel. Gibt also den Freistoß für den OFC und Felix Pregan schickt Sedat Gören in seine Coachingzone und gibt ihm die gelbe Karte, weil es wohl schon ein zweites und drittes Mal passiert ist. Also, gelb an Sedat Gören. Und Jason Breitenbach, ja, kämpft immer noch mit Schmerzen. 20 Sekunden noch, dann ist die offizielle Nachspielzeit vorbei. Wahrscheinlich wird er dann doch noch 30 oben drauf geben. Also nicht 30 Minuten, sondern 30 Sekunden natürlich. Weitgeschlagener Freistoß jetzt von Knote in Richtung Jan Urbich. Das Kopfballduell gegen 3 kann er nicht gewinnen. Setzt aber nach. Fulda klärt erstmal rechts raus. Es gibt den Einwurf für den UFC. Eine Sache für Ronny Marcos, der jetzt nochmal 3 Meter nach hinten zitiert wird. Ach, sind doch 5 bis 10. Und jetzt einwerfen kann Ronny Marcos. Ja, komm, wirft zu Jason Breitenbach. Hat er auch gemacht. Er dreht sich einmal. Geht vorbei am Gegenspieler immer noch. Breitenbach spielt in die Spitze. Obich will ablegen. Erstmal rausgeklärt von Fulda. Dann ist es Duell. Albrecht gewinnt diesen Ball. Legt nochmal links raus zu Keanu Staude. Staude im 1 gegen 1. Immer noch Staude auf der linken Seite. Wird gut beackert. Legt dann ab auf Ronny Marcos mit der Flanke. Die gerät zu kurz. Fulda kann erstmal rausklären und dann hat Felix Pregan für diese ersten 45 Minuten genug gesehen. Wir verabschieden uns mit einem 1:1. Bleibt gerne dran, denn gleich kommt Kaspar im Interview mit Steven Kessler. Bis gleich. Nebelschwaden in Rot-Weiß, das Flutlicht strahlt, der Ball auf dem Anstoßkreis. Und wieder hab ich so ein Gefühl, kann man nicht beschreiben, kann man nicht erklären. Mauern ist zwecklos, Bälle schießen durch die Nacht.
und der Geist vom Biberberg. Halbzeit am Biberer Berg. 1:1 steht es zwischen Kickers Offenbach und der SG Barockstadt Fulda Lehnherz. Es ist mir jetzt eine ganz besondere Freude, den Trainer der U21 von Kickers Offenbach bei uns begrüßen zu dürfen. Einen alten Bekannten, Steven Kessler, erstmal jetzt auch mal ganz offiziell willkommen zurück in Offenbach. Vielen lieben Dank auch an die Kollegen und Zuschauer zu Hause. Ja, freut mich wieder da zu sein an alte Wirkungsstätte und heute bei dem Spiel dabei zu sein, ist wieder eine große Freude. Ich glaube, dass wir dich noch sozusagen in Erinnerung haben, hat viele verschiedene Gründe. Der vielleicht am jüngsten zurückliegende ist der Aufstieg 2018, 2019, glaube ich, mit der U19, damals in die U19-Bundesliga. War für uns damals ein wunderschönes Erlebnis. Denkst du da auch noch so positiv dran zurück? Definitiv. Ich denke, das war für jeden Spieler, der dabei war und für uns als Staff ein Moment, den vergisst man nicht, mit so einer tollen Truppe aufzusteigen. Und so ein Moment, sag ich mal, verbindet auch für die Zukunft. Da sind wir natürlich immer ganz hellhörig. Wenn eine Mannschaft aufsteigt, dann will man natürlich auch immer wissen, das muss ja irgendwelche Gründe haben. Da muss ja irgendwas sehr richtig gelaufen sein in der Saison, vielleicht auch schon in den Jahren vorher. Kann man das so ein bisschen zusammenfassen, was damals diesen Aufstieg in die U19-Bundesliga ermöglicht hat? Ja, das war das Familiäre, das Team, der Team-Spirit. Es hat von Anfang bis Ende in den, sag ich mal, verschiedenen Funktionen, ob Trainer, Betreuer, Physio, Mannschaft, alles super funktioniert. Es war eine Harmonie da, ein großes Vertrauen, auch dass wir die Jungs besser machen und das war so die Basis, das Vertrauen und der familiäre Team Spirit. Ich kann mir vorstellen, man hat ja jetzt, du wirst sicherlich auch sehr, sehr freudig gesehen haben. Ein paar Jungs sind ja dann auch ihren Weg Richtung Profifußball gegangen. Ich glaube, allen voran natürlich ein Dennis Hussein Basic zu nennen. Gibt es denn da noch Kontakt zu ein paar Spielern von früher? Verfolgt man da noch so den Werdegang? Definitiv, definitiv. Der eine oder andere hat sich auch gemeldet, wo ich jetzt wieder zurück am Biberer Berg bin und die U21 übernommen habe. Und natürlich, wenn die Jungs hier gespielt haben oder auch weggewechselt sind, hat man gratuliert, wenn sie gut gespielt haben, ein Tor erzielt haben. Oder wenn man auch mal vom Platz geflogen ist, hat man natürlich geschrieben, Kopf hoch, es geht weiter. Und da ist schon eine besondere Beziehung auch zu den Jungs da. Das kann ich mir gut vorstellen. Du hast mir gerade eben schon die perfekte Rampe gebaut, die U21, wo du jetzt Trainer bist. Erzähl uns mal so ein bisschen, ich glaube, das war jetzt der Aufstieg in die Gruppenliga. Wie ist da jetzt aktuell die sportliche Situation und mit welchen Zielen seid ihr in diese Saison jetzt reingegangen? Das erste Ziel ist natürlich erstmal, unseren Männerfußball in der Gruppenliga zu gewöhnen. Für die Jungs, die aus der A-Jugend kommen, auch an den Männerfußball überhaupt zu gewöhnen. Sportliche Zielsetzung für das Team ist erstmal Platz 5 bis 8. Und natürlich für uns als Trainer oder für uns als Staff ist natürlich ein großes Ziel, so viele wie möglich von den Jungs zu den Profis zu bekommen, dass sie dort den nächsten Schritt tun. Wir haben viele gute Talente im Leistungszentrum und auch jetzt in der U21, wo wir sagen können, es macht viel Spaß, viel Freude. Und das sind so unsere Ziele, sportlich Männerfußball ranführen, Platz 5 bis 8 und natürlich individuell die Jungs zu Profi zu machen. Wie kann man sich das denn vorstellen? Wie läuft das dann ab? Da setzt du dich dann irgendwann mal abends mit dem Herrn Neithardt und dem Herrn Hock zusammen und erzählst, der hier, der kann ganz gut kicken? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also der Austausch ist da, Robert Dominik Stumpf, dass wir hier dann auch einen Austausch pflegen, wo man sagt, der hat es verdient, der könnte vielleicht mal dabei sein. Und bis jetzt ist die Zusammenarbeit sehr, sehr gut, professionell und sympathisch. Und das macht auch viel Spaß mir als Trainer. Und wir sind noch in der Saison sehr jung und ich denke, die Zusammenarbeit wird sich in den nächsten Wochen und Monaten weiter festigen und es macht mir viel Spaß. Das freut uns sehr. Was uns quasi bis kurz vor der Halbzeit sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, ist das Spiel an sich. Kann man, glaube ich, sagen, der UFC gut drin in der Partie. Dann der schmerzhafte Ausgleich so ein bisschen aus dem Nichts. Wie hast du die erste Halbzeit heute gesehen? Ja, wir machen das Spiel, machen viel, viel mehr als Fulda für das Spiel zu Hause. Haben eine gute Spielstruktur, viele gute Ballstaffetten. Man sieht, dass ein guter Matchplan da ist. Haben uns auch zu Recht belohnt mit dem 1-0. Natürlich ist das 1-1 natürlich sehr schmerzhaft, aber ich denke, wenn die Mannschaft in der zweiten Halbzeit so weiterspielt, werden wir das Spiel auch mit 2 bis beziehungsweise 3-1 gewinnen. Da hast du ja schon fast den Ergebnistest-Tipp vorweggenommen. Also, was sagst du? Was wird am Ende da auf der Anzeigetafel stehen nach den 90 Minuten plus X? Wenn wir so weiterspielen, 3-1. Gut, dann nehmen wir dich gerne beim Wort. Dann vielen Dank für das Interview. Willkommen zurück in Offenbach, Steven Kessler. Und viel Spaß jetzt noch bei der zweiten Halbzeit. Dankeschön. Ciao.
Nebelschwaden in Rot-Weiß. Das Flutlicht strahlt, der Ball auf dem Anstoßkreis. Und wieder hab ich so ein Gefühl. Kann man nicht beschreiben, kann man nicht erklären. Mauern ist zwecklos, Bälle schießen durch die Nacht. Und der Geist vom Biberberg ist wieder erwacht. OFC, forever OFC. Das Feeling auf dem Biberberg gibt's nur beim OFC. OFC, forever OFC. Das Feeling auf dem Biberberg gibt's nur beim OFC. Und wenn der Weg auch steinig ist, gehen wir trotzdem weiter geradeaus. Wir stehen immer wieder auf. Wir kämpfen und fighten, wir jubeln und wir schreien. Mauern ist zwecklos, Bälle schießen durch die Nacht. Und der Geist vom Biberberg ist wieder erwacht. OFC, forever OFC. Das Feeling auf dem Biberberg gibt's nur beim OFC. OFC, forever OFC. Das Feeling auf dem Biberberg gibt's nur beim OFC. OFC, olé, dein Feeling ist okay. Wir kämpfen und wir fighten, wir jubeln und wir leiden. Denn du bist unser OFC. OFC, olé, dein Feeling ist okay. Dann packen wir mit an, die Fans als zwölfter Mann. Denn du bist unser OFC. OFC, forever OFC. Das Feeling auf dem Biberberg gibt's nur beim OFC. OFC, forever OFC. Das Feeling auf dem Biberberg gibt's nur beim OFC. OFC, forever OFC. Das Feeling auf dem Biberberg gibt's nur beim OFC. OFC, forever OFC. Das Feeling auf dem Biberberg gibt's nur beim OFC. Papa ist ein Säufer und die Mama, die geht fremd. Als ich gestern heimkam, da stand sie nur im Hemd. Bei ihr war Antonio, der Kind aus Genua. Aber ich bin von hier, bin von Offenbach am Mar. Hurra, hurra, die Hessen, die sind da. Hurra, hurra, von Offenbach am Mar. Die Hunde lassen sie laufen und ich da, die bin sie arm. Ich bin von hier, bin von Offenbach am Mar. Unser Mar ist dreckig und die Fisch sind schon ganz krank. Der Nachttopf steht bei uns daheim als Pole auf dem Schrank. Unser Mädchen Lasse kann von Frankfurt an sich dran. Aber ich bin von hier, bin von Offenbach am Mar. Hurra, hurra, die Hessen, die sind da. Hurra, hurra, von Offenbach am Mar. Die Hunde lassen sie laufen und ich da, die Binnen sie auch. Ich bin von hier, bin von Offenbach am Mar.
Samstag renn ich zu de Kickers auf de Bash. Wenn die mal verlieren, ist unser Papa übers Wäsch. Die Kickers, die tun rennen und der Stadion brüllt Hurra. Ich bin von hier, bin von Offenbacher Mar. Hurra, hurra, die Hesse, die sind da. Hurra, hurra, von Offenbacher Mar. Die Hunde lassen sie laufen und ich da, die Binnen sie an. Ich bin von hier, bin von Offenbacher Mar. Hurra, hurra, die Hesse, die sind da. Hurra, hurra, von Offenbacher Mar. Die Hunde lassen sie laufen und ich da, die Binnen sie an. Ich bin von hier, bin von Offenbacher Mar. Hurra, hurra, die Hesse, die sind da. Hurra, hurra, von Offenbacher Mar. Die Hunde lassen sie laufen und ich starr die Binnen sie an. Ich bin von hier. Oh, Schorsch, ist es schön. Wenn am Wochenende das Stadion brennt, da kommen sie all angerennt. Ob jung, ob alt, ob warm, ob kalt, vom Bärsch ist dann Schalt. Oh, Schorsch, ist es schön. Oh, Schorsch, ist es schön. Schorsch, ist es schön. Oh, Schorsch, ist es schön. Die Kickers, das ist mein Verein. Für die gebe ich mein linkes Bein. Ärmel hoch und rein, der Ball, schon tobe sie all. Oh, Schorsch, ist es schön. Und wenn ich dann nach Hause gehe, dann denk ich mir, war das schön. Und freu mich schon aufs nächste Mal, oh Schorsch, ist das schön. Oh Schorsch, ist das schön. Letzte Aktivierungseinheiten von Mele Mosqueda. Der. Die Herren mit den rot-weinroten Trikots. Nochmal ein bisschen heiß macht. Auch jetzt nochmal Keanu Staude. Nochmal ein paar kleine Sprints machen lässt. Damit man hier wirklich auf den Punkt reinkommt in den zweiten Durchgang. Ja. Um, sagen wir mal, an die ganz großen Teile der ersten Halbzeit, die gut waren, anzuknüpfen. OFC lange Zeit in Führung gewesen. Ich glaube, war es die 33. Minute? Hilf mir mal, Marius. Wann ist die 32. als Moreno das 1:0 geköpft hatte. Der OFC hatte in der Phase davor das Spiel dominiert, einige gute Angriffe gefahren und sich belohnt. Auch im Anschluss die besseren Gelegenheiten gehabt. War näher am 2:0 als Fulda am 1:1, aber ärgerlicherweise ein Abwehrfehler. Einmal ein bisschen schlafmützig gewesen. Und dann hat Gal Krobelnik die einzige Chance, die Fulda in dieser Phase hatte, mit links in Knick, sofort genutzt. Bitter. Aber ich bin mir sicher, und ich glaube, das wissen auch die Kickers-Spieler da unten,
Wenn man an die Leistung aus dem ersten Durchgang anknüpft, dann wird man dieses Spiel gewinnen. Absolut, daran glaube ich auch. Es war echt ein bis zu diesem Zeitpunkt sehr konzentrierter, solider Auftritt mit guten Aktionen nach vorne, schönen Passstaffetten auch zwischendurch. Also das war schon sehr ansehnlich. Jetzt rollt der Ball wieder. Jetzt geht Rockstadt mit dem Anstoß, wird jetzt erstmal ausgepfiffen. OFC presst hoch und zwingt die Barockstadt zu einem ersten langen Ball. Knote wird da zu Boden gerissen und das ist ganz klar ein Foulspiel gegen ihn und es gibt Freistoß für den OFC. Knote wird selbst ausführen und entscheidet sich dafür, das Ding etwas länger nach vorne zu schicken. Also weiter Ball jetzt in Richtung Urbich. Jawohl. Der hochsteigt. Ja, Staude hat gelauert, dass er da in die Mitte sprinten kann, deswegen kam der Ball dann nicht an. Ronny Marcos wird gefoult, so ein bisschen unterlaufen worden von Leon Pomnitz, geht dann zu Boden und es ist ein Foulspiel. Freistoß also für den OFC direkt vor unseren Augen, also hier vor der Hermann-Nuber-Tribüne. Christian Achtjesen. Ja, unser Trainerteam will jetzt Power sehen. Christian Achtjesen, langer Ball in Richtung Urbich. Kopfballduell erstmal verloren. Zweiter Ball ist bei Dima Nazarov, legt ihn jetzt links raus zu Staude. Staude im 1 gegen 1, jetzt im 2 gegen 1, bleibt da hängen, muss nachsetzen und Barockstadt dribbelt sich da erstmal raus. Außenrisspass jetzt zu Grobelnik, aber der startet aus dem Abseits gesehen vom Schiedsrichterassistenten von Kadir Jakci. Gal Grobelnik, Torschütze zum 1:1 im ersten Durchgang. Den haben sie aus der zweiten Liga Slowenien geholt. Ja, und Marius, wir beide sind etwas verwirrt, denn jetzt gibt es dann Freistoß Barockstadt. Warum auch immer, aber gut. Schon ausgeführt, aus deren eigener Hälfte heraus. Und Keanu Staude mit dem Ballgewinn, aber damit ein Missverständnis mit Ronny Marcos. Und so Barockstadt wieder zurück im Besitz des Spielgerätes. Spielen jetzt um den Offenbacher Strafraum herum. Rechts außen Gaudermann zum 1 gegen 1 mit Marcos. Dann nochmal zurück ins Zentrum gespielt auf Pomnitz. Dann wieder rechts raus auf Gaudermann. Jetzt versuchen sie sich da durchzukombinieren, der OFC. Ja, kommt da jetzt gerade noch nicht rein und Jason Breitenbach da am Boden, der hat sich da wehgetan und genau in diese Lücke spielen sie da jetzt auch rein. Pomnitz dann an die Strafraumkante hingespielt und jetzt kommen sie wieder bei rechts. Breitenbach, der da am Boden liegt und ja, das muss man wirklich mal sagen. Gaudermann, ganz, ganz fair, der war schon an der Grundlinie, der hätte jetzt wirklich reinflanken können. Eigentlich muss der Schiedsrichter das unterbrechen, aber ganz, ganz faire Geste von Gaudermann, der dann jetzt dann den Ball ins Seiten ausspielt, weil Jason Breitenbach am Boden liegt. Ja, ich glaube, sowas muss man auch immer lobend erwähnen, weil es nicht selbstverständlich ist. Christian Gaudermann, ganz, ganz faire Geste. Der war da an der Grundlinie, ideale Flankenposition. Und dann sieht er, dass Breitenbach am Boden liegt und entscheidet sich dafür, das Spiel zu unterbrechen. Sehr sportsmännisch, wirklich starke Aktion hier vom Barockstädter, die jetzt hier zum ersten Mal wechseln werden, und zwar doppelt. Grösch wird kommen und Owusu, also ein sehr schneller Mann für die Außenbahn. Und eben Grösch, Marius Grösch. Der in der Innenverteidigung spielt. Eben jener Gaudermann geht auch raus. Sedat Gören wird ihm sicherlich auch sagen, dass das auch damit zu tun hat, dass Gaudermann aus dem ersten Durchgang schon gelb verwarnt war. Und das ist als Außenverteidiger maximal unangenehm, früh eine gelbe Karte zu sehen. Das ist immer gefährlich, läuft halt immer Gefahr, gelb-rot zu sehen. Ich kann mir vorstellen, dass Owusu, den habe ich jetzt eigentlich so ein bisschen offensiver im Kopf, aber auf jeden Fall für die Außenbahn, dass der dann aber auf die Linksverteidigerposition tatsächlich auch geht. Ungefähr da ordnet er sich auch ein. Also Owusu, Dennis Owusu, 22 Jahre jung, hat aber schon 67 Regionalligaspiele gemacht. Ich meine, bei Steinbach wäre er schon gewesen und auch bei Pirmasens. Jetzt also bei der SG Barockstadt. Ich denke, Achesen wird den Ball jetzt lang nach vorne zurück in den Ballbesitz der Barockstädter spielen. Ja, die faire Geste, die Gaudermann gerade eben gebracht hat, damit erwidert. Und jetzt kann das Spiel weitergehen. Barockstadt über links, Feigenspann aber erstmal dazwischen. Ballgewinn gezogen. Nein, zweiter Ball ist nämlich bei den Gästen. Trotzdem, Urbich setzt da nochmal nach. Und jetzt kommt der OFC über rechts mit Feigenspahn da im Laufduell. Feigenspahn hat einen Gegenspieler, versucht ihn noch abzuschütteln. Geht dann erstmal vorbei, zieht ins Zentrum rein. Auf Albrecht gespielt. Ja, in den Strafraum reingehoben. Und dann kann Barockstadt das erstmal klären. Erstmal rausgeköpft. Knote, der aber wieder Richtung Barockstädter Strafraum spielt. Und dann geht es so ein bisschen hin und her. Und letzten Endes der Ball im Abwehrverbund der Offenbacher Kickers. Christian Achtjesen
links raus auf Ronny Marcos, dann wieder zurück auf Arcesen. Und Arcesen, ja, Zentrum auf Albrecht. Albrecht, sechster Position im Mittelkreis, jetzt rechts raus auf Vincent Moreno, den Torschützen. Der zieht jetzt wieder ins Zentrum rein, dann geht es wieder zurück. So, jetzt beginnt also das Spiel, was wir im ersten Durchgang auch über viele Strecken gesehen haben. Der OFC macht das Spiel breit, spielt hin und her, wartet auf die Lücken. Wir wissen bei der SG Barockstadt Fulda, das haben wir aus dem ersten Durchgang gesehen, dass diese Lücken durchaus auch mal aufgehen. Da muss man jetzt eben drauf lauern. Arcesen, und dann geht es wieder über Knote. Also das Lauern auf die Lücke, warten auf Godot. Und Godot ist in dem Fall der freie Raum. Jetzt an der Grundlinie gespielt. Feigenspahn wird erstmal gestellt. Fulda kann das erstmal klären, rechts raus. Und dann wird es den Einwurf auf der rechten Außenbahn geben. Da war eben gerade die Lücke. Lang die Linie runtergespielt. Feigenspahn Richtung Grundlinie geschickt. Und jetzt Einwurf OFC. Ganz, ganz tief in der Hälfte der Barockstädter. Vincent Moreno kann er jetzt in den Strafraum hineinwerfen. Und so wie er ausschaut, wird er das auch tun. Wobei es bieten sich auch Staude und Feigenspann kurz an. Staude kommt da jetzt kurz, spielt ihn kurz für Moreno. Moreno versucht da jetzt vorbeizugehen am Gegenspieler. Ja, Waldemar Kleintribüne fordert da einen Freistoß. Gibt es nicht. Fulda kann sich da erstmal befreien. Aber Arcesen nimmt die Kugel aus der Innenverteidigung heraus schon wieder auf. Setzt den Antritt. Dann spielt er da links raus. Beziehungsweise hat den Ball etwas weit vorgelegt. Muss dann hinterher grätschen. Owusu kommt dabei zu Fall. Schiedsrichter zeigt an, Ball gespielt. Das ist da alles aber nicht so ganz relevant, weil Arcesen dabei etwas unkontrolliert den Ball ins Seiten ausgespielt hat. Ja, vielleicht hat man es unten am Bildrand gesehen. Sie hat Gören, der da sagt, gestrecktes Bein. Aber der Schiedsrichter Felix Pregan hat das nur lächelnd abgewunken. Das war eine Grätsche, nur Ball. Klar, er rauscht dann auch in Owusu rein. Gute Drehung jetzt von Breitenbach. Ah, sucht den Pass in die Spitze zu Urbich. Abgeblockt erstmal und Barockstadt nimmt die Kugel auf, zurück zum Torwart und dann ganz weit nach vorne. Christian Arcesen, Kopfballduell gewonnen. Zweiter Ball ist bei Barockstadt. Keanu Staude setzt mit einer Grätsche hinterher. Und Ronny Marcos hält das Ding im Spiel. Schickt dann Urbich auf die Reise. Ball, okay, nicht im Aus gewesen, aber Urbich stand dann wohl im Abseits. Gibt also den Freistoß für Barockstadt hinten drin in der eigenen Hälfte. Der kann bedrohlich gucken, der Sedat Gören. Sieht man den strengen Blick. In Richtung Linienrichter, glaube ich. Der hat den Ball da im Seitenhaus gesehen. So, jetzt wird der Freistoß ausgeführt. Ich glaube, Grösch ist das, der neue Mann. Überlässt dann aber doch nochmal Scharf dem Kapitän. Also, jetzt zu Grösch, der in die Mitte zum Sechser. Dann nochmal rechts raus in Richtung Scharf. Zurück zu Grösch, dann der weite Ball nach vorne. Auf den Kopf von Breitenbach, aber der Kopfball landet leider beim Gegenspieler. Barockstadt links raus, dann wieder in die Mitte. Ja, arbeiten sich jetzt immer wieder ein bisschen mehr Platz. Owusu wird gefunden, wird dann gestört von Arcesen. Barockstadt bleibt weiter im Ball, dann aber Ronny Marcos dazwischen. Und es gibt Einwurf für den OFC. Ronny Marcos, das Ganze vor der eigenen Auswechselbank. Auf der linken Seite und ich sag es und ihr seht es. Mesanovic und Dominik Wanner, gleich also ein Doppelwechsel für den OFC. Erst einmal aber der Ball wieder im Spiel. Knote, der die Kugel vorantreibt, nicht angegriffen wird, immer noch Knote. Dann der Pass auf die rechte Seite raus zu Vincent Moreno, der sieht, dass Feigenspahn erneut startet auf der rechten Seite. Mit der Hacke weitergeleitet wieder zu Moreno. Moreno will in die Mitte ziehen, bleibt am zweiten hängen, immer noch Moreno mit dem Ball am Fuß. Moreno zurück zu Feigenspahn. An der rechten 16er Grenze, dann aber geklärt. Zweiter Ball wieder beim OFC. Jan Urbich schnappt sich die Kugel. Einer, der enorm viel arbeitet in all seinen Einsätzen. Knote rechts raus zu Vincent Moreno. Der zieht in die Mitte. Nee, Feigenspahn ist das, pardon. Der mit dem Außenriss in die Mitte zu Dima Nazarov. Mit dem Rücken zum Tor verteilt er, oder will er verteilen, auf die linke Seite zu Ronny Marcos. Jetzt das Laufduell. Owusu gegen Breitenbach. Breitenbach, aber die Flanke von Owusu geht dann ins Nichts und Moreno kann sie aufnehmen. Guter Übersteiger, dann zurückgelegt und rausgespielt vom OFC. Ganz gut gemacht. Jetzt der lange Ball. Moreno auf der rechten Seite zu Feigenspahn, Kopfballverlängerung, kommt nicht an bei Urbich. Barockstadt kann den Ball wieder aufnehmen, legt dann auf die linke Seite raus. Schon im OFC Machtgebiet. Dann ist der Ball über die Seitenlinie und das ist eben die Chance jetzt für den OFC zu wechseln, wenn sie noch wollen. Aber gerade scheint das nicht der Fall zu sein. Warten noch. Deswegen gibt es erstmal den Einwurf für Barockstadt. Zurückgelegt in die Verteidigung.
und bis ganz zum Torhüter. Anlaufverhalten jetzt Dima Nazarov, den Torwart stört und ihn deswegen zu einem langen Ball zwingt. Breitenbach pflückt sich die Kugel runter. Und dann der Ball in die rechte Seite zu Urbich, der den Ball behaupten kann, in die Mitte zieht und zurücklegt zu Jason Breitenbach. Und ihr lacht euch zu Tode. Ich kann gerade gar nicht erkennen. Da war doch mal kleine Tribüne, hängt ein Banner hoch. Ein Banner, das hochgehalten wird. Wird sich ein bisschen an einem lokalen Journalisten abgearbeitet. Also nichts Schlimmes, nichts Beleidigendes. Eher eine Stilkritik, möchte ich sagen. Eine elegant formulierte Stilkritik. Während das Banner schon wieder eingerollt wird. Und der UFC wird also wechseln. Doppelwechsel. Almin Mesanovic und Dominik Wanner werden kommen. Julian Albrecht. Gutes Spiel gemacht. Und Keanu Staude gehen runter. Mesanovic wird sich auf der 6 einordnen. Staude geht runter. Dominik Wanner kommt für ihn rein. Und 26 Almin. Also Wanner links draußen, der wird jetzt sicherlich mächtig wuseln. Ich weiß ja, dass der Marius großer Dominik Wanner Ultra ist und wer will es ihm verdenken, der hat schon wirklich ein fantastisches 1 gegen 1, auch einen ganz starken Abschluss mit dem linken Fuß. Beides darf er natürlich jetzt gerne zeigen, da würden wir uns sehr drüber freuen. Und er möchte natürlich auch Christian Neidhardt die Entscheidung, wer da auf links draußen die Nase vorn hat, so schwer wie nur irgend möglich machen. Jetzt die Nase vorne, links draußen hat aber erstmal der Verteidiger von Barockstadt Fulda, Dennis Owusu, der jetzt erstmal dazwischen ist. Auf Kosten eines Einwurfs klärt Achesen, hat den schon ausgeführt, wirft ganz zurück zu seinem Schlussmann, zu Johannes Brinkies. Und dann wieder auf Christian Achesen, der jetzt aus der eigenen Innenverteidigung heraus Spiel neu aufbaut. Noel Knote wird dann nochmal quer gespielt. Also jetzt wieder hin und her und her und hin das Spiel breit ziehen. Fulda die Ketten schieben lassen. Ronny Marcos dann wieder zurück auf Achesen. Und das müssen sie jetzt alles hin und her marschieren, die Gäste. Und irgendwann werden sie diesen Weg nicht mehr mitmachen. Jetzt vielleicht über rechts außen. Schöner Klatschpass. Rechts raus auf Feigenspann. Der ist ja durchsetzt. An der Grundlinie jetzt schon ist. In den Strafraum reingeht. Und dann am Gegenspieler hängen bleibt. Kein Elfmeter. Ich glaube, dafür war es zu wenig. Da sind sich auch die Kickers-Fans einig. Barockstadt also dazwischen, der UFC versucht im Gegenpressing so ein bisschen was zu machen, aber das haben sie jetzt erstmal gut gelöst, die Barockstädter. Dann geht es jetzt über rechts über den neuen Mann, Dennis Owusu, der hat jetzt schon ein paar gute Aktionen gehabt, die jetzt da ins Zentrum rein, auf Höhe der Mittellinie jetzt, ins Zentrum reingespielt. Feigenspanne, der super stört, dazwischen geht den Ballgewinn, er zwingt für Vincent Moreno. Moreno, rechte Außenbahn, vorbei am ersten Gegenspieler. Moreno, jetzt zieht er da ins Zentrum rein, Richtung Strafraum geht schon, da möchte er rechts außen Urbich ins Spiel bringen, gelingt ihm aber nicht ganz. Schade, schade, schade. Wäre eine gute Idee gewesen, aber Almin Mesanovic, der sofort wieder stört. Sofort wieder eklig ist. Und so. Aber Rockstadt daran hindert, einen schnellen Tempo-Gegenstoß zu fahren. Jetzt erstmal zurück zu ihrem Keeper spielen. Der dann nach vorne schlägt. Breitenbach gewinnt das Kopfballduell und dann schlussendlich auch den Ball. Verliert ihn aber allerdings leider wieder. Pomnitz hat das gut gemacht. Owusu wird dann jetzt gefoult von Dominik Wanner. Und dann gibt es einen Freistoß für Fulda aus der eigenen Hälfte. Und das wird dann Patrick Scharf übernehmen, seines Zeichens Kapitän. Erfahrener Routinier, da auf der 6 nach vorne geschlagen Richtung Owusu. Der fault dann Ronny Marcos, tritt ihn da, glaube ich, so ein bisschen in die Wade rein. So wirkt es auf jeden Fall in der Reaktion von Ronny Marcos. Der Ronny haut da einmal auf den Boden. Ah, hat sich da wehgetan, schmerzverzerrtes Gesicht, aber steht schon wieder auf, der Ronny. Versucht den Schmerz jetzt, wie man das so kennt, rauszulaufen. Stunde bald gespielt. 1:1 steht es. Zweite Halbzeit, so ein bisschen wie die Anfangsphase der ersten Halbzeit. Halbwegs ausgeglichen, noch nicht so viele klare Torraumszenen. Aber dann begann jetzt so langsam im ersten Durchgang die Phase, wo der UFC das Heft des Handelns immer weiter in die Hand genommen hat. Mal gucken, ob das den Kickers jetzt erneut gelingt. Langer Schlag nach vorne, Ball wird in Seiten ausgeköpft, Einwurf, Ronny Marcos tief in der Barockstädter Hälfte, links draußen. Ja, dann sucht er wieder, wer ist frei, wer läuft sich frei, Jan Urbich tut das, ja. Erstmal ein Barockstädter dazwischen, aber dann gibt es wieder Einwurf, quasi identische Position, wieder Ronny Marcos, jetzt findet er Dima Nazarov,
Nazarov mit dem Rücken zum Tor, wird gestört, dreht dann zweimal ab und legt in die Mitte zurück zu Noel Knote. Neuer Aufbau, OFC. Knote, der andribbelt, nicht angegriffen wird und dann Vincent Moreno mitnimmt. Moreno, der in die Mitte zieht. Ach, Jason wäre frei für einen Querpass. Den spielt er jetzt auch. Also auf Nummer sicher gegangen, Vincent Moreno. Und dann ist die Manasarov wieder frei. Halblinke Position, jetzt der Pass in die Spitze. Abseitsfahne geht hoch. Dominik Wanner stand wohl einen Schritt drinnen. Also, hat er gesehen, Kollege Zeyer. Assistenz an der Außenlinie für Felix Prigan. Also, Freistoß bei Rockstadt. Das Spiel ist gerade so ein bisschen am Plätschern, würde ich sagen. Freistoß bei Rockstadt. Das Ganze jetzt auf Höhe ihres eigenen 16ers. Das wird der Torwart ausführen und weit nach vorne schlagen. UFC muss wieder ein bisschen mehr Druck auf den Kessel dieses Spiels hier bekommen. Erstmal bei Rockstadt, dann aber nochmal Ronny Marcos und Wanner mit der ersten guten Bewegung. Dominik Wanner will gegen drei durchgehen. Dann nachgesetzt von Mesanovic und das wird gestrecktes Bein geben, glaube ich, gegen Mesanovic. Deswegen Freistoß über Rockstadt. Schade, schade. Aber er hat das Bein doch so zielgerichtet am Gegner vorbei Richtung Ball gestreckt. Also, ja, das war ein gefährliches Spiel. Geh ich schon mit, aber der Almin, der ist doch mit seinem Füßchen so präzise, das kann doch dann gar kein gefährliches Spiel sein. Der wusste ja ganz genau, was er tut. Naja, Freistoß Barockstadt. Eigene Hälfte, der OFC versucht das jetzt mal in der Hälfte der Barockstädter anzulaufen, jetzt mal ein bisschen höher anzulaufen. Kommt dann auch prompt der lange Ball von Barockstadt auf die rechte Außenbahn. Achez mit dem Kopf dazwischen, Breitenbach. Dann nach vorne, Nazarov dürfte aus dem Abseits gekommen sein. Ja, das hat schon seine Richtigkeit, auch wenn Nazarov da abwinkt. Das geht schon in Ordnung, glaube ich. Schiedsrichter, naja, gibt das Spiel noch nicht frei. Und wir sehen unten einen Wechsel, der sich ankündigt beim OFC. Marcos Alvarez. Das ist einer, der ist immer für eine ganz besondere Aktion gut. Und kann auch mal in Spielen, wo nicht so viel passiert, den entscheidenden Freistoß in Winkel schweißen. Oder mal einen Gewalthammer auspacken oder sonst was. Oder einen Zuckerpass. Das hat er alles drauf. Freistoß derweil für Barockstadt Fulda. Marcos Alvarez mit der 10. Wir sind gespannt, wer runtergehen wird. Könnte natürlich Dima Nazarov sehen. Wir sehen wieder den fassungslosen Blick von Sedat Gören. So, die Wiederholung von letztem Mal, oder? Nee, also könnte natürlich Dima Nazarov, der gerade in der ersten Halbzeit wieder gezeigt hat, was für eine brutale Klasse er da einfach aufs Feld bringt, ersetzen. Aber natürlich auch ein Jan Urbich. Beides wären positionsgetreue Wechsel. Alvarez sowohl hinter der Spitze als auch in der letzten Linie zu Hause. Urbich, der jetzt den Keeper anläuft und abgrätscht und vielleicht sogar noch die Kugel holt, weil Nazarov noch nachsetzt. Also, das hat der Urbich gezeigt. Sein Tank ist noch lange nicht leer. Und der OFC, ja, Breitenbach, der springt ja leider am Ball vorbei. So kann man dann den Ballbesitz nicht ziehen. Und ja, Barockstadt mit dem Tempo-Gegenstoß geht es dann über links. Verfolgt von Wanner, der damit zurückgeeilt ist in die eigene Defensive. Feige in Spahn, der sich da reinkrätscht und die Kugel holt. Und das gibt sofort den Applaus von der Waldemar Kleintribüne, vom gesamten Stadion. Die Einstellung, sie stimmt nach wie vor. Und es wird halt ein Abnutzungskampf, hier irgendwie die drei Punkte am Biberer Berg zu behalten. Einfach wird es nicht, 1:1 steht es nach wie vor nach Toren von Moreno und Kobelnik. Und Barockstadt kommt mit Pomnitz. Zentrale Position. Erstmal an Achesen vorbei, dann rechts rausgelegt, auf die rechte Außenbahn. An der Grundlinie schon. Kommt jetzt die Flanke. Nein, nochmal auf den starken Fuß gelegt, dann die Flanke flach herein. Achesen kann klären. Zweite Welle von Barockstadt. Wieder über rechts, aber da ist Ronny Marcos dazwischen. Spielt erstmal zurück zum Keeper. Und dann Brinkis weit nach vorne. Boah! Und dann fährt Reinhardt den Ellenbogen aus gegen Nazarov. Und da sieht er aber ganz zu Recht die gelbe Karte. Würde ich gerne sagen, wenn er die gelbe Karte sähe. Aber mal gucken. So, jetzt werden wir sehen, für wen Alvarez eingewechselt wird. Ja, Nazarov geht runter. Bekommt er auch den verdienten Applaus, gerade in Durchgang 1. Unwahrscheinlich viele so starke Aktionen gehabt. Und jetzt Marcos Alvarez stimmungsvoll begrüßt. Und er gibt jetzt gerade noch mal ein paar taktische Anweisungen weiter. Sagt so, Jungs, so wird's gemacht. Und dann geht er auf die 10 und wird da gleich einen reinschweißen.
Zweiter, dritter Ballkontakt, erstes Tor, Marcos Alvarez. Das wäre doch was. Freistoß vom UFC aus der eigenen Hälfte heraus ausgeführt. Man wird das Spiel über Arcesen aufgebaut, über Noel Knote und dann wieder Arcesen. Also es wird jetzt wieder so ein bisschen hin und her gehen, das Spiel wird wieder auseinandergezogen werden. Und wann immer einer der beiden die Gelegenheit sieht, das Spiel auszulösen, jetzt vielleicht ein Ronny Marcos über links, Warner, der da verlängern möchte auf Urbich, kommt da nicht an. Der UFC sammelt mit Arcesen und Breiten macht den Ball wieder ein. Jetzt links draußen, Breitenbach. Ja, super Zweikampf da von Breitenbach und der Schiedsrichter bitte, das war doch kein Foul von Jason Breitenbach. Für meine Begriffe bringt er da eigentlich relativ fair den Ball, das Beinchen zwischen Gegenspieler und Ball. Aber Felix Brigan hat das anders bewertet, der Schlussmann. Der Unparteiische auf dem Rasen da unten. Freistoß schon lange ausgeführt. Fulda hat den Ball schon wieder verloren. Mesanovic hat ihn eingesammelt, Ball in die Spitze Richtung Urbich, der sich da aufdreht auf Alvarez. Warner, der jetzt dann rechts draußen Feigenspann einsetzen kann. Feigenspann jetzt schon im Strafraum drin. Fangflagge rein, Alvarez, der da ganz knapp die Kugel verpasst. Das wäre um ein Haar der zweite Ballkontakt von Alvarez gewesen. Und ihr hört's. Der Biberer Berg, er schiebt nochmal an. Er schiebt nochmal nach vorne. Möchte die Kickers da nochmal unterstützen dabei, hier den Gegner noch niederzuringen. Wanner, ja, hat da einen harten Zweikampf abbekommen, muss jetzt aber sofort wieder in die Defensivarbeit gehen und macht das super. Super Defensivzweikampf von Dominik Wanner. Das hat der Neidhardt seinen Flügelspielern wirklich eingeimpft, defensiv da mitzuarbeiten. Absolut, man sieht es wirklich von jedem Flügelspieler unserer Mannschaft, die auch immer gerne mal Grätschen ansetzen, sei es ein Feige oder ein Staude oder jetzt eben auch der eingewechselte Wanner. Achtung, jetzt bei Rockstadt auf dem Weg nach vorne. Abschluss. Brinkis muss zupacken und dann geklärt. Gerade so geklärt von Noel Knote. Macht seinen Fehler vom 1:1 wieder gut. Da war er auf einmal in der Mitte frei durch. War's. Ja, das war der Mann mit der Nummer 14. Köhl, der da frei durch war. Brinkis, der den ersten Abschluss pariert und der Nachschuss, der hätte da freigelegen für Köhl, aber dann kommt Knote noch angerauscht. Eckball von Barockstadt reingetreten in die Mitte, aber Brinkis zieht sich die Kugel ran und könnte jetzt abrollen auf Mesanovic, rechts raus. Mesanovic erstmal vorbei am ersten Gegenspieler, dann rechts rausgelegt auf Feigenspann. Jetzt vielleicht die Umschaltsituation, Feigenspann ins Zentrum rein, dann links raus auf Ronny Marcos, der muss den Ball dabei entgegengehen, tut er, ins Zentrum wieder reingekretscht, das alles noch im Mittelfeld. Mesanovic. Marcos hat sich dabei allerdings wehgetan, unser Linksverteidiger. Und dann muss der Ball ins Seitenhaus gehen. Marcos, ja, die etwas unpräzise Spielverlagerung, da musste er entgegengehen und mit einer Grätsche reingehen. Und dabei hat er sich wehgetan und das sieht nicht gut aus. Das kann doch nicht wahr sein. Hält sich da das rechte Knie. 68. Spielminute. Doppelwechsel bei unseren Gästen vom Feld geht die Nummer 14. Bitte jetzt nichts Schlimmes. Jörn Klümper. Neu dabei die Nummer 18, Moritz Dillmann. Und unser Doc kommt da aufs Feld, schauen sich das Ganze von nahem an. Also, dreimal auf Holz klopfen, dass hier bei Ronny Marcos nichts Schlimmeres passiert ist. Bei dieser Grätsche, da musste er rein nach diesem Pass, der so ein bisschen zu kurz geraten ist. Währenddessen hat Fulda gewechselt, Grobelnik vom Platz gegangen und auch Marius Köhl, aufs Feld gekommen. Nummer 18, Moritz Dittmann. Und hast du gesehen, wer noch? Ja. Hast du Dittmann schon genannt? Ich war gerade mit Gedanken woanders. Ja, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Mist, jetzt war ich gerade auch in Gedanken bei Ronny Marcos. Ja, der humpelt da. Der kann noch nicht ohne Hilfe vom Feld runter. Es ist fürchterlich, dieses Verletzungspech, das der UFC hat. Humpelt da runter vom Feld, das sieht, sind wir mal ehrlich, nicht so gut aus. Ronny Marcos, ja, geht auch direkt zu Boden, wenn er vom Feld, als er vom Feld runter ist, hält sich das rechte Knie. Mann, 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 das kann doch nicht wahr sein. So ein unglaubliches Verletzungspech. Das kann man doch keinem erzählen. Also, Fulda spielt fair den Ball zum UFC zurück. Kickers Offenbach erstmal in Unterzahl. Und dann gucken wir mal. Breitenbach könnte in die Innenverteidigung rücken. Dafür Arcesen wieder links raus. Wanner kann auch Linksverteidiger spielen. Rutscht eine Position nach hinten. Und dann bringen wir Pfeiffer für die Außenbahn. Gibt da
Option drauf zu reagieren. Aber es ist natürlich ein immer weiteres und weiteres Improvisieren, das Christian Neidhardt da vollziehen muss. Es ist so bitter. Ronny Marcos steht wieder am Seitenrand. Die vielleicht beste Nachricht und winkt jetzt schon wieder. Hat noch sichtlich Schmerzen, aber winkt sofort wieder, möchte sofort wieder rein, Ronny Marcos. Und er darf rein, Ronny Marcos wieder mit von der Partie. Beißt da jetzt alles, was geht, zusammen und versucht irgendwie sich hier durchzubeißen für die letzten 20 Minuten. Genau, er wirft jetzt nochmal alles rein. Ich schätze mal, bis der Ball zum nächsten Mal im Aus landet. Ja, gute Idee jetzt von Mesanovic nach links zu verlagern, aber Rockstadt immer wieder dazwischen mit einem Bein. Scharf, der da erstmal zurücklegt und Eskiba Rockstaff spielt sich da hinten immer wieder gut raus. Jetzt auf der linken Seite geschickt. Dittmann, der neue Mann, bleibt aber hängen an Knote. Gut gemacht. Ja, Obich, leichter Stockfehler. Und dann ist es wieder Knote, der gut aufpasst. Den Ball nach vorne legt und jetzt Feigenspahn auf der rechten Seite findet. Rockstaff immer noch gut geordnet da hinten drin, deswegen muss der UFC erstmal abdrehen. Mesanovic, Verlagerung auf die linke Seite. Christian Achtjesen treibt jetzt den Ball voran. Bleibt aber mit dem Pass nach vorne bei Owusu hängen. Zweiter Ball ist bei Mesanovic. Immer noch Mesanovic. Hand wird da reklamiert an der Strafraumgrenze. OFC macht weiter und dann ist es ein Foulspiel von Christian Achtjesen. Freistoß für Barockstadt. Oh, ich weiß nicht. Das war auf jeden Fall angelegt. Wenn überhaupt Hand, man weiß es nicht ganz, aber es scheint bei Ronny Marcos weiterzugehen. Das ist schon mal sehr, sehr gut zu sehen. Und die Auswechselbank wieder beim Aufwärmen hinter dem Tor von Johannes Brinkis. Also Freistoß, Barockstadt nach diesem Foul von Christian Achtjesen. Noch 20 Minuten knapp zu gehen in diesem Spiel. Bisher in der zweiten Halbzeit nicht allzu viel passiert. Eine große Chance hatte die SG Barockstadt in der 68. Minute. Brinkis musste da glänzend parieren und dann war es Noel Knote, der den Ball dann weggegrätscht hat. Also gute Defensivarbeit. UFC muss in die Spitze wieder mehr machen, mehr Ideen finden. Weiter Einwurf jetzt. Christian Achtjesen schiebt den Gegenspieler weg und dann gibt es den nächsten Einwurf. Und wieder wird Moritz Reinhardt übernehmen. Das Ganze auf Höhe des 5-Meter-Raums. Jetzt wieder weit eingeworfen. Fuß dazwischen, Abpraller. Und dann ist Feigenspahn dazwischen und Marcos Alvarez mit dem Kopf will er direkt wieder zu Feigenspahn schicken. Aber kommt erstmal nicht an. Stattdessen Barockstadt mit dem Schuss aus der Distanz. Geht rechts am Tor vorbei, da muss Brinkis gar nicht eingreifen. Und es gibt Ecke. Gegriffen. Wahrscheinlich war er noch dran, Johannes Brinkis. Hat er dann noch um den Pfosten herumgelenkt. Zumindest ist das die plausibelste Erklärung dafür, dass es jetzt Eckball gibt. Natürlich auch der Eckball präsentiert von Pedi Protect. Also, das war Leon Petö. Der wurde definitiv auch eingewechselt. Und Eckball schon reingesegelt. Kopfball, der da am Tor vorbeisegelt. War das Moritz Reinhardt? Und ich glaube, der hat. Nee, es war nicht Reinhardt, aber hat sich auf jeden Fall einer wehgetan. Und die medizinische Abteilung beider Seite, ich komme da sofort aufs Feld. Moreno und Scharf, die da zusammengerauscht sind, allem Anschein nach. Da wird jetzt bei beiden wahrscheinlich der Kopf brummen. Wird jetzt erstmal los für die Jugendfellow lesen, aber dann wird natürlich aufgelöst, wie viel Jungs und Mädels haben hier den Weg auf den Biberer Berg gefunden an diesem Dienstagabend. 7.011, also einmal mehr ganz starker Besuch. 7.000 Zuschauer Dienstagabend, das ist wirklich nicht selbstverständlich. Sau, sau geil, dass ihr alle hier seid und den OFC so toll unterstützt. Das darf man nie vergessen, dass das nicht selbstverständlich ist, dass das richtig geil ist. Schauen jetzt nochmal rein in diese Szene, wo der OFC um ein Haar ja, einen Fehler der Barockstädter ausgenutzt hätte. Das war vor, ich glaube, so 7-8 Minuten oder 9 ungefähr. Urbich hatte da gut Zapico gepresst, reingekrätscht und dann hat er nochmal Nazarov reingesetzt. Aber sie haben es gerade noch so geklärt bekommen, die Barockstädter. Das war sicherlich eine der gefährlichsten Szenen, die der OFC im zweiten Durchgang hatte. Davon ab, dieses Spiel, ja, verflacht. Sicherlich ungefähr das, was sich Barockstadt vorgestellt hat. Eklig, defensiv stark. Und der UFC ringt hier nach wie vor nach Lösungen. Und der Schiedsrichter gibt das Spiel nach wie vor nicht frei. Woran hapert es denn jetzt gerade? Das ist die Frage. Scharf wird draußen noch behandelt. Hat da auch eine Wunde am Kopf. Scheint da auch zu bluten. Und solange er blutet, darf er eben nicht zurück aufs Feld.
Der UFC würde gerne weiterspielen. Jan Urbich, einmal mehr. Ganz, ganz toll, was der Youngster da vorne drin wegarbeitet. Hätte sich um einen Haar in Durchgang 1 belohnt mit einem Kopfballtor. Und für ihn kommt jetzt vorne in letzte Linie rein Irvin Pfeiffer. Wobei, nein, ich glaube, Pfeiffer ordnet sich rechts außen ein und Feigenspan, die Nummer 9, geht auch auf die 9 ins Sturmzentrum. So sieht's aus. Also jetzt Sturmzentrum Alvarez und Feigenspan und der OFC jetzt rechts draußen mit Pfeiffer. Chasen, der wird wieder angelaufen, muss deswegen erstmal zurück zu Brinkies. Und Brinkies auch, der wird wieder angelaufen, dann geht's wieder auf Knote. Das haben sie jetzt schön aufgelöst. Und dann auf Almin Mesanovic, der neue Mann vor der Abwehr, der jetzt schon ein paar Mal gut aufgetreten hat, immer wieder mutig und selbstbewusst in den Aktionen ist. Das ist das, was notwendig ist, das, was wir brauchen, um dieses Spiel hier aufzulösen. Chasen jetzt am Ball wieder in der Innenverteidigerposition. Jetzt geht's rein in die Hälfte der Brockstädter, links raus auf Alvarez, das jetzt auf links hat fallen lassen. Dann auf Breitenbach, dann wieder mit Alvarez im Zusammenspiel, links draußen. Alvarez, der Zehner, schaut dann wieder auf Breitenbach. Breitenbach, der hat ein bisschen Feld vor sich, geht er jetzt nach vorne, Breitenbach. Dann schönes Kombinationsspiel, jetzt geht's links raus auf Alvarez. Alvarez, links draußen, der Zehner. Alvarez im 1 gegen 1, erstmal vorbei, Flanke kommt rein. Auf Feigenspann mit dem Kopf und dann rauscht der Ball rechts am Tor vorbei. Dürfte den Jungs Auftrieb geben. Gelungener Angriff, schön kombiniert in Flankenposition. Alvarez mit rechts zum Tor hin. Aus dem Rückraum geflankt, da einmal Übersteiger, dann vorbei an Owusu. Flanke hinein und Feigenspann, der den Ball dann nicht mehr ganz gedrückt bekommt. Nichtsdestotrotz, das sah ordentlich aus. Darauf sollten wir jetzt aufbauen in der Schlussphase. Ja, total schwer aus dieser Position, den Ball mit dem Kopf dann auf das Tor zu bringen. Deswegen rauscht er dann auch rechts vorbei. Es gibt jetzt einen Einwurf für die SG Barockstadt vor der Waldemar Kleintribüne. Also auf ihrer linken Seite weit nach vorne geworfen. Kopfballduell jetzt. Knote. Ja, Pfeiffer kommt da hinterher. Läuft ihm da so ein bisschen in die Parade und das gibt den Freistoß für die SG Barockstadt in der 77. Minute. Nach einem Foul von Pfeiffer an, ich glaube, Pomnitz selbst, der jetzt hier auch diesen Freistoß mit Sicherheit ausführen will. Der Linksfuß. Ich schätze mal Distanz, knapp 20 Meter zum Tor, halb links. Hier sehen wir es nochmal aus der Vogelperspektive. Also gleich Freistoß für die SG Barockstadt. Brinkies auf Verbachtstellung, Mauer wird nochmal gestellt. Jason Breitenbach kommt noch mit rein. Und dann gibt der Schiedsrichter noch nicht diesen Ball frei. Hat noch was zu besprechen. Jetzt wird er ihn freigeben. Mit rechts aufs kurze Eck und Brinkies ist da. Mit beiden Fäusten muss er dahin. Sehr gut getretener Freistoß und Brinkies faustet das Ding dann zur Ecke. Johannes Brinkies macht das, was ein guter Schlussmann machen muss. Entschärft diesen guten Freistoß von Leon Pomnitz. Ah, okay. Kam rein. Und dann gibt es jetzt den Eckball von links draußen. Mit links vom Tor weg Barockstadt Fulda auf den ersten Pfosten. Chasen steigt da hoch, köpft erstmal raus. Petö auf der linken Außenbahn sammelt die zweite Welle ein, geht am ersten Mal am Gegenspieler vorbei. Petö dann in den Rückraum gespielt, jetzt spielen sie es um Strafraum herum. Jetzt der Chipball rein in den 16er Richtung Grundlinie. Ball kommt rein in den Strafraum, Brinkies kann die Kugel aufnehmen. Und jetzt vielleicht mal ein bisschen mit Tempo in die Umschaltbewegung kommen. Ronny Marcos aus der Linksverteidigerposition heraus. Schaut, wo sind die Anspielstationen? Muss dann aber erstmal abdrehen, dann geht's auf Chasen. Und dann rechts rüber auf Noel Knote. Der steigt auf den Ball und dann geht's wieder auf Chasen. Also immer wieder die beiden auf der Suche nach der Lücke. Christian Chasen, dann langer Ball nach vorne Richtung Wanner. Aber erstmal bleibt der Ball hängen. Barockstadt kann da vielleicht umschalten. Langer Ball in die Spitze, Chasen. Ja, löscht das super weg. Almin Mesanovic kann die Kugel aufnehmen. Mesanovic dann rechts raus auf Moreno. Moreno, Balllinie entlang Richtung Feigenspann. Gut gespielt. Feigenspann, rechter Außenmann. Setzt er sich da durch. Geht an die Grundlinie. Mike Feigenspann wird dann aber gedoppelt. Feigenspann setzt er nochmal nach. Feigenspann gibt er nicht auf. Und dann ist der Ball aber bei Zapico, der Keeper, der da rausgekommen war. Und damit diese Chance erstickt. 80. Minute, der UFC tut sich nach wie vor schwer, gegen diesen Defensivverbund die Lücken zu finden. Zapico nach vorne geschlagen.
Dann geht's links raus, der Ball ins Seitenaus, Einwurf OFC aus der Rechtsverteidigerposition heraus. Vincent Moreno ist das. 10 Minuten, Marius sagt es, jetzt nochmal alles geben. Diese 10 Minuten hier irgendwie nochmal alles reinschmeißen. Der OFC, er hat bewiesen, er kann Schlussphasen. Er kann in Schlussphasen das Spiel nochmal biegen. Das hat er drauf, das hat er im Tank. Und heute Abend wird das eben wieder gebraucht, in der Schlussphase das Spiel für sich zu ziehen. Aber Barockstadt Fulda, die hören hier nicht auf zu spielen. Allerdings, Leon Petö, der wird jetzt zurückgepfiffen. Hat da Vincent Moreno gefoult, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Schiedsrichter hat das gut gesehen. Freistoß, OFC schon ausgeführt. Spielaufbau, Kickers Offenbach. Und Ronny Marcos aus der Linksverteidigerposition heraus auf Dominik Wanner. Der geht da vorbei an seinem Gegenspieler, aber Reinhardt stellt da gut den Körper rein. Der inzwischen den Rechtsverteidiger gibt, Moritz Reinhardt. Und Wanner wieder vorbei am Gegenspieler. Nächster Anlauf, Wanner ins Zentrum reingespielt auf Alvarez. Alvarez, ja, links runter die Gasse durch auf Wanner, der dann im Strafraum zu Boden geht. Möchte gerne den Elfmeter haben, aber den gibt es nicht. Ich glaube, auch das ist in Ordnung. Ja, man hat auch gesehen, dass der Feigenspanner in der Mitte auch noch mit drin war. Aber Alvarez hat gesehen, der stand, glaube ich, einen Zentimeter oder einen Meter im Abseits. Hat dann die Wahl gefällt, Wanner zu schicken auf der linken Seite. Sicherlich gut, sonst wäre es direkt die Abseitsfahne hochgegangen. Gut gesehen davon Alva. Der Steckpass war auch nicht von schlechten Eltern, aber leider muss man sagen, gut abgelaufen von, ich glaube, Moritz Reinhardt war es sogar. Immer wieder gegen Wanner. Ronny Marcos mit dem Kopf in Richtung Wanner und dann wird wieder geschoben und gedrückt gegen Wanner. Wieder von Reinhardt, der ihm hier wirklich kein leichtes Leben macht. Aufstehen. Ronny zeigt an, er hat nach wie vor Schmerzen. Ja. Auch Christian Hock feuert seine Mann nochmal richtig an. Der steht da unten immer neben der Trainerbank. Und auch die Fans sind nochmal da. Ronny Marcos, kurz ausgeführter Freistoß jetzt in der eigenen Hälfte. Ach, Jason. Ui. Ja. Erstmal zurückgechippt. Den Ball auf Knote, Neuaufbau. OFC. Knote. Immer noch Knote am Ball. Jetzt wieder links auf 8 Jason. 8 Jason wieder zu Knote. Und der OFC verschiebt wieder. Und sucht. Findet jetzt Alvarez. Der wieder zurück zu 8 Jason. Der wieder zu Knote. Und beim OFC muss da vorne mehr kommen. Müssen sich besser freilaufen, dass man auch hier Pässe spielen kann. 8 Jason. 8 Jason. Dreht ab gegen seinen Gegenspieler, muss dann zurück zu Brinkies, denn Barockstadt steht da hinten jetzt ganz tief und verschiebt und lässt keine Räume zu. OFC muss geduldig bleiben. Wieder mit Knote, wieder auf 8 Jason. 8 Jason zu Ronny Marcos. Marcos jetzt zu Wanner, dreht einmal auf in die Mitte zu Jason Breitenbach. Breitenbach mit rechts in Richtung Pfeiffer, den Ball hat er auch noch vor der Seitenlinie. Zurückgespielt zu Vincent Moreno dürfte das sein. In die Mitte gezogen. Moreno, wieder ein guter Lauf. Rechts raus zu Pfeiffer. Pfeiffer, fast den Ball vergessen, holten sich aber wieder auf der rechten Seite. Immer noch Pfeiffer. Hereingabe kommt flach und scharf. Alvarez mit dem Rücken zum Tor, abgelegt zu Wanner. Wanner nochmal zu Marcos. Und dann gibt es die Ecke. Und da war immer zugeblockt. Also zu schießen, auch wenn ich das jetzt hier überall höre, schieß doch, schieß doch, schieß doch. Das war gar nicht so leicht, weil da waren immer Barockstädter Beine im Weg. Und es gibt die Ecke für den OFC. Marcos Alvarez, Standards. Eine seiner Spezialdisziplinen. Und dann steht er jetzt an der Eckfahne mit rechts zum Tor hin. Würde die Kugel hineinbringen. Marcos Alvarez, jetzt hebt er die Hand. Mal schauen. Vielleicht über den Standard das Ding mal dreckig gewinnen. Vielleicht ja jetzt reingezogen. Achesen kommt da im Strafraum zum Abschluss, aber wurde da, glaube ich, zurückgepfiffen. Ja, und ich vermute mal, weil er da mit der Hand an den Ball kam. Und das, zumindest sah es für mich so aus, wobei es gibt gar keinen Freistoß, also wäre der Abschluss gültig gewesen. Also tatsächlich eine gute Chance für Christian Achesen, hier den vermeintlichen Siegtreffer zu markieren. 84. Minute, Abschluss schon ausgeführt, Petio auf der linken Außenbahn erstmal gestört von Pfeiffer und Moreno, Einwurf, Barockstadt. Ich denke mal so roundabout 10 Minuten sind hier noch zu gehen. Sind hier noch, um hier irgendwie den Siegtreffer zu markieren. Denn ganz klarer Fall, das ist das, was die Jungs von Christian Neithardt hier als Ziel haben. Feigenspann, der rennt nochmal mit Vollspeed den Keeper an. Kretscht aber nochmal ins Leere. Zapico, der da den Haken schlägt und dann links raus spielt. Moreno gewinnt das Kopfball, der hat er gut gemacht. Auf Pfeiffer auf der rechten Außenbahn. Pfeiffer, erstmal gegen 4 Mann die Kugel behauptet. Und dann wird er... Ja, geht er da zu Boden, hat den Ball ins Seiten ausgespielt zuvor. Warum auch immer, ist ganz undurchsichtige Szene für mich. Pfeiffer, der noch am Boden liegt und sich wehgetan hat, allem Anschein nach.
Und Barockstadt Fulda fährt in Angriff. Zentraler Raum. Und dann geht's wieder über links. Auf der linken Außenbahn und dann der Ball ins Nichts gespielt. Abseits wäre es auch gewesen. Pfeiffer steht inzwischen wieder. Waldemar Kleinsrühne sicherlich unzufrieden. Es sah aus, als wäre Pfeiffer da gefoult worden, aber es war für mich eine etwas undurchsichtige Szene. Marius, hast du es genauer gesehen? Ja, ich glaube, nach dem Ballgewinn da irgendwie noch weggestoßen worden, wenn Pfeiffer, aber weiter geht's mit OFC Ballbesitz. Soll uns jetzt nicht weiter interessieren. Dominik Wanner auf der linken Seite. Versucht es mal mit einem scharfen Ball in die Mitte, findet aber Feigenspahn nicht. Die SG Barockstadt kann kontern über die rechte Seite und Owusu ist schnell, wird jetzt gestellt von Ronny Marcos, muss abdrehen und legt zurück auf Pomnitz, der zu scharf in der Mitte. Spielt weiter auf Petö, aber der, beziehungsweise nicht Petö war es. Ball wird aufgenommen von Knote. Knote rechts raus zu Pfeiffer, der eins weiter. Feigenspahn ist das auf der rechten Seite. Wieder raus zu Pfeiffer, schön gespielt. Pfeiffer mit der Hereingabe, flach und scharf, aber zu kurz. Kommt nicht an und Barockstadt will kontern. Langer Ball auf die linke Seite. Knote muss nochmal richtig zurücksprinten. 1-1 jetzt. In die Mitte gespielt. Mesanovic passt mit auf und klärt dann raus über die Seitenlinie. Es gibt Einwurf für Barockstadt auf Höhe der Eckfahne auf der linken Seite. 86. Spielminute. Gleich durch. Also gehen gleich in die absolute Schlussphase dieses Spiels. Ich schätze mal, es gibt mindestens 3 Minuten obendrauf. Gab schon ein paar Unterbrechungen, auch Verletzungspausen. Wenn nicht sogar 4-5 Minuten, die hier nachgespielt werden sollen. Einwurf jetzt aber erstmal für die SG Barockstadt. Und es ist wieder so ein spannendes Spiel. In der zweiten Halbzeit nicht mehr diese Offensivmaschinerie des OFC, die wir noch phasenweise in der ersten Hälfte gesehen haben. Einwurf, Abschluss, Barockstadt, abgeblockt. Marcos Alvarez geht hinterher. Zweiter Ball nochmal bei Barockstadt mit der Flanke. Jason Breitenbach rausgeklärt. Nochmal rechts rausgelegt auf Owusu, die Barockstädter, schon auf Höhe der Grundlinie. Nochmal zurückgelegt. Nochmal. Scharf. Im 16er. Ronny Marcos fährt die Grätsche aus. Nochmal mit dem Rücken zum Tor. Die Barockstädter Abschluss und dann geht er drüber. Also Druckphase Barockstadt überstanden in dieser Szene. Und der OFC hat erstmal den Abstoß. Und das gibt auch uns kurz Zeit durchzuatmen und uns nochmal die Situation anzuschauen. Scharf. Und dann war es Nummer 37 mit dem Abschluss. Petö. Abstoß, jetzt schon wieder abgefangen von Barockstadt Fulda, aber Chesen sammelt die Kugel ein, zurück zu Brinkis. Also, jetzt nochmal, Knote. Haben wir nochmal eine zündende Idee im Spielaufbau? Moreno, ja, auf Mesanovic, guter Pass. Mesanovic, halbrechter Raum, kann er jetzt aufdrehen. Mesanovic Richtung Strafraum, Mesanovic könnte schießen. Mesanovic geht nochmal vorbei. Mesanovic schießt, abgefälscht von Alvarez. Und dann geht er übers Tor, der wäre aufs Tor gekommen. Schade, schade, schade. Gute Aktion da von Moreno, der Mesanovic freispielt. Mesanovic, der dann auch super auftritt und den Abschluss auch sucht. Aber leider Alvarez dabei anschießt. Eine der besten Offensivaktionen des OFCs im zweiten Durchgang. Mesanovic. Ja, und dann trifft er eben leider den Rücken von Alvarez, der sich noch wegduckt. Aber nicht mehr weit genug wegduckt. 89. Minute läuft. Abstoß nochmal von Zapico. Nochmal nach vorne, Breitenbach verliert das Kopfballduell, Achesen sammelt die Kugel ein, köpft aber erstmal direkt zu einem Barockstädter und Owusu, der die Kugel einsammelt und einen Freistoß rausholt. Das passiert leider heute auch zu häufig, dass man zu oft da das Foul zieht oder die Barockstädter zu oft das Foul ziehen lässt. Breitenbach, der sich dabei leider auch noch wehgetan hat, hält sich den rechten Oberschenkel, läuft noch nicht rund. Hat da sichtlich Schmerzen. Pomnitz. 89. bald 90. Minute. Scharf mit dem Turban geht da auch nochmal nach vorne. Barockstädter spüren da sicherlich auch, dass da auch mehr ist drin ist als der eine Punkt. Pomnitz, Freistoß, reingetreten in den Strafraum. Moreno erstmal rausgeköpft. Wanner, der versucht den Ball zu gewinnen, gelingt ihm aber nicht. Pomnitz rechts draußen, wieder zurück im Besitz der Kugel. Wird dann nochmal gestört von Wanner. Ball war für meine Begriffe im Seitenausspiel, läuft aber weiter auf der rechten Außenbahn. Owusu jetzt zum Tänzchen bittet. Owusu zieht da in die Mitte rein. Owusu, immer noch Owusu. Dann ist es Mesanovic, der das Füßchen dazwischen bekommt. Mesanovic. Und dann aber der nächste Fehlpass. Also der OFC kommt hier nicht mehr kontrolliert nach vorne so richtig. Es ist leider Gottes einfach so. Und Barockstadt spielt da weiter nach vorne. Man kommt da jetzt auch nicht mehr gut in die Zweikämpfe rein. Also es ist, ja,
in der Schlussphase, eine Druckphase von Barockstadt Fulda. Der OFC kommt da gerade einfach nicht ran. Barockstadt jetzt wieder Richtung Strafraum unterwegs. Pomnitz, aber Ronny Marcos, der da dazwischen geht. Und jetzt vielleicht mal die Chance umzuschalten mit Feigenspahn. Oder vielleicht erstmal, ja, Breitenbach, der da nochmal den Gegenspieler anschießt. Und der Gegenspieler tut sich weh, aber auch Breitenbach hat starke Schmerzen. Also es ist hier auf beider Seite ein Kämpfen auf der letzten Rille, wo aktuell aber Barockstadt noch etwas mehr tonangebend ist. Biel wird nochmal kommen auf Seiten der Barockstädter. Matthäus Biel vom FC Gießen gekommen. Spielerwechsel bei unserem Gästen vom Feld geht die Nummer 8, Leon Pomnitz. Neu dabei die Nummer 19, Matthäus Beal. Oder Beal. Stadionsprecher spricht es Beal aus. Ronny Marcos, Einwurf tief in der eigenen Hälfte, aber das wartet jetzt gerade noch, bis es hier weitergehen kann. Breitenbach, der läuft nicht mehr rund. 5 Minuten gibt es oben drauf. 5 Minuten, die Jason Breitenbach definitiv noch die Zähne zusammenbeißen muss. 30 Sekunden sind davon jetzt auch schon wieder rum. Und kann der OFC hier noch irgendwie den Lucky Punch setzen? Ich möchte ganz ehrlich sein, aktuell ist Barockstadt näher am Lucky Punch dran. Das lässt sich nicht ganz von der Hand weisen, aber der OFC hat gegen die zweite Mannschaft von der anderen Mainseite gezeigt, dass das nichts heißen muss, dass man dann auch nochmal die Qualität aus dem Nichts einzumachen. Und jetzt hat der OFC eine Freistoßposition. Alvarez, der sich da aufgedreht hatte, dann gefoult wurde. Ja, sind trotzdem gut. 25, 30 Meter vom Tor entfernt. Alvarez, also ein Direktversuch wird das, glaube ich, eher nicht. Schauen wir mal, was er sich ausdenken wird. Aber das ist mal ein Wahnsinniger. Der haut so einen auch rein zur Not. Ja, zur Not. Das wäre toll. Ich liebe deinen Optimismus, lieber Kaspar. Ich hoffe mal, dass er dich gehört hat und das vielleicht sogar auch machen wird. Zappico steht ein bisschen weit vom Tor entfernt. Hereingabe kommt auf den Kopf. Oh, knapp am Tor vorbei. Christian Achtjesen, der da zum Kopfball kommt, aber links am Tor vorbei köpft. Schöner Freistoß. Hat er den Kopf von Christian Achtjesen gefunden. In der 92. Minute. Hier sehen wir es nochmal in der Wiederholung. Gut hereingeschlagen. Und dann ist es Christian Achtjesen rechts im Bild, der sich löst, köpft und dann aber doch ein paar Meter links am Tor vorbeiköpft. Schade, schade. Gute Chance noch für den OFC. Letzten 3 Minuten laufen ab jetzt. Owusu auf der rechten Seite mit dem Ball am Fuß, wird beackert von 2-3. Und dann ist es Marcos Alvarez, der gefoult wird. Owusu wird die gelbe Karte für diese Aktion sehen und Marcos Alvarez wird gleich wieder aufstehen. Um der Richter zeigt das an, gestempelt. Sein Gegenspieler, vollkommen richtig. Und Marcos, der überlässt jetzt für den anderen Marcos, Marcos Alvarez, den Freistoß da reinbringen in den Strafraum. Nee, und jetzt überlässt doch Alvarez wieder für Marcos, für Ronny Marcos. Also Uneinigkeit darüber, wer den Ball da jetzt nach vorne bringt. Alvarez, wurde ja jetzt flach angespielt. Alvarez geht da vorbei am ersten Gegenspieler. Alvarez gut aufgedreht, an die Strafraumkante gespielt. Achtjesen lässt prallen am Strafraum jetzt. Feigenspahn, dann nochmal rausgelegt für Ronny Marcos. Links draußen mit Wanner im Zusammenspiel. Wanner und Marcos. Marcos bringt den Ball flach herein, erstmal rausgeklärt. Ja, wer kriegt den zweiten Ball? Das ist, ja, leider Barockstadt. Barockstadt auf der rechten Außenbahn. Das ist der Mann mit der Nummer 18, aber Achtjesen super dazwischen, der sich da reinpackt in diesen Zweikampf. Die Kugel, ja, holt und dann müsste es doch eigentlich Freistoß geben. Das war so stark gezogen und es gibt Einwurf Barockstadt. Naja, das war doch eigentlich ein klares Foul vorher. Okay, also beim Stande von 1:1 nach wie vor. 94. Minute, 5 Minuten gibt es drauf, vielleicht nochmal 30 Sekunden on top, weil die Nachspielzeit mit einer Spielunterbrechung gestartet ist. Also vielleicht kann der OFC noch einmal richtig nach vorne kommen. Einwurf OFC aus der Linksverteidigerposition heraus, Ronny Marcos, der kurz einwirft auf Achtjesen. Achtjesen, dann nochmal zurückgespielt zu Brinkis. Johannes Brinkis, dann geht's rechts raus auf Vincent Moreno, der hat gezeigt, ich habe hier noch ein bisschen Platz, ich habe noch Kraft. Rechts raus auf Pfeiffer, noch alles in der eigenen Hälfte. Erwin Pfeiffer bittet da jetzt zum Tänzchen an der eigenen Hälfte gegen zwei Mann, dann jetzt ganz rechts raus auf Almin Mesanovic. Mesanovic dann erstmal ins Zentrum gespielt, auf Breitmacht, der muss jetzt ein paar Meter nach vorne machen, wird er nicht verfolgt von einem Gegenspieler. Richtung Strafraum gespielt, verlängert nochmal in den Strafraum rein, nochmal rausgeklärt auf die linke Außenbahn, nochmal der Einwurf. Nochmal auf der Verlängerung der 16-Linie. Breitenbach, der den Ball jetzt nochmal reinbringen kann in den Strafraum. Müsste er jetzt machen Richtung zweiten Pfosten. Da ist Erwin Pfeiffer. Wird der Ball aber nochmal Richtung Ecke verlängert. Gibt also nochmal die Chance für den OFC. In der 95. Minute, letzte Minute der Nachspielzeit, die jetzt läuft. Alvarez nochmal an der Eckfahne. Noch einmal der Standard.
Jungs, macht es nochmal wie gegen die Hühner. Macht es nochmal. Macht es nochmal in der allerletzten Sekunde. Alvarez mit rechts vom Tor weg. Jetzt hebt er die Hand. Auf geht's, Kickers, schießt ein Tor. Ball kommt rein Richtung ersten Pfosten. Knote, der hochsteigt und den Ball aber knapp übers Tor köpft. Und das wird sie wahrscheinlich gewesen sein, die letzte Chance des Spiels. Gebt zumindest jetzt nochmal Abstoß von Tor von Samuel Zappico. Und dann sieht das alles danach aus, als würde sich der OFC hier gegen sicherlich starke Barockstädter mit 1:1 trennen. Alles in allem natürlich ein etwas enttäuschendes Ergebnis. Gerade in der zweiten Halbzeit hat es der OFC nicht geschafft, an den ersten Durchgang anzuknüpfen, wo man sich genug Torchancen herausgearbeitet hat. Nein, das gibt es doch nicht! Das gibt es doch nicht! Verdammte Mann, ey! Das ist doch nicht wahr! Um es kurz zu schildern, Zappico mit einem sensationellen schlechten Abschlag genau in die Füße von Mike Feigenspahn. Der wäre ganz, ganz allein vorm Tor gewesen. Aber in der Sekunde pfeift der Schiedsrichter ab. Meine Güte, das ist so schlecht! Verdammt nochmal! Boah, ist das frustrierend gerade! Oh mein Gott. Da schaut er nur noch dahin, wo er dann abpfeifen will. Guckt sich gar nicht mehr die Situation an. Und das wäre eine hundertprozentige Torschuss noch gewesen. Aber so müssen wir das fressen und hinnehmen. Am Mikrofon verabschieden sich Marius Schnelker und Kaspar Lauk. Ciao, Leute.